Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Humor ist ein heiteres Vehikel, welches uns aus verfahrenen Situationen heraushilft und uns auf neue Wege führt. Ganz nach dem Motto, wenn deine Laune im Keller ist, sag ihr, sie soll Wein mitbringen. Lachen, Witz und Humor betrachte ich als Anker, Motor, Ventil und absolute Lebensmittel. Alle drei sind Formen der Lebenskunst und es lohnt sich, diese zu pflegen und zu trainieren, damit du sie zur Verfügung hast, wenn du sie brauchst. Humorpflege leicht gemacht. Ich freue mich sehr, zu diesem Thema in meinem Podcast Die Kraft des Lachens den Experten Matthias Brehm begrüßen zu dürfen. Er ist Inhaber der Seminaragentur Humorpille, Autor und einiges mehr. Lieber Matthias, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal selber vor. Ja, hallo Silvia und hallo liebe Hörer von dem Podcast von Silvia. Mein Name ist Matthias Brehm und wie Silvia schon gesagt hatte, ich bin selber Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und für Anästhesie und ich habe die letzten 16 Jahre meiner aktiven Tätigkeit in der Klinik auf einer Intensivstation für schwer brandverletzte Patienten in Hamburg gearbeitet und ich bin auch der Inhaber der Agentur Humorpille. Genau, ich habe ein Buch geschrieben und ich gebe Humorseminare und halte Vorträge im deutschsprachigen Europa, vorrangig auch im Gesundheitswesen, weil da der authentische Bezug herkommt. Ganz genau, du bist also ganz schön umfangreich mit der Pflege und auch mit der Humorpflege beschäftigt. Ja, deshalb ist es gut, das zusammenzubringen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben über einen Film und der heißt 1,7 Millionen. Das ist ein Film über die Pflege, ein Pflegefilm. Es geht um Haltung, um Ausstrahlung, um witzige Situationen bei der Arbeit und ein zentraler Punkt in diesem Film ist das Lästerpflaster, dass Menschen, die schlecht über andere reden, einfach ein Pflaster auf den Mund geklebt kriegen, sich wieder darüber beschweren, dass wer sich wieder krank gemeldet hat und warum er fehlt und mit was er sich eigentlich wieder meldet und dass derjenige ein Pflaster auf den Mund kriegt und dass man manchmal auf die Sprache auch achtet. Und wir haben sehr, sehr, sehr lustige Szenen. Der Film wird am letzten Freitag im Januar wird er veröffentlicht werden. Auf einem Kongress, danach wieder überall bei YouTube und bei Instagram und bei Facebook und wo es zu sehen sein kann. Zu sehen sein, 1,7 Millionen heißt der Film. Wir werden auch eine Homepage machen. Was denn dafür? Es wird einen QR-Code geben, wo man das einscannt und dann kann man sich diesen Film anschauen. Es soll um Haltung gehen, um Haltung, es sich selber wert zu sein. Und wir können etwas verändern, wenn wir zusammen den 1,7 Millionen Pflegenden. Ja, super, das ist eben super. Das hört sich ganz sehr spannend toll an. Da bin ich jetzt schon neugierig drauf. Ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Ja, sehr genau. Gut, genau. Sehr gut, ja. Ah, da gibt es auch noch so eine schöne Übung. Den rechten Arm nach vorne strecken, den linken Arm nach vorne strecken, rechte Hand auf linker Schulter, linke Hand auf rechte Schulter und auf die Schultern klopfen. Und dann machen wir das nochmal mit den Worten. Rechten Arm vor wieder. Linken Arm vor alles, auf die Schulter legen die Hand, richtig gemacht und auf die Schultern klopfen. Ne? Ja. Wieder alles richtig gemacht. Ach, herrlich. Ach, schön. Ja, bevor wir auf deine Thematik einsteigen, möchte ich nochmal auch einen Hinweis geben an die Podcast-Folge 8, wie Humor und Lachen in die Klinik kam, die wertvolle Arbeit der Klinik-Clowns. Also auch da nochmal Zusammenhang. Klinik, Pflege, Humor und wie das alles zusammengehen kann. Ja, lieber Matthias, du beschäftigst dich auf vielfältige Art und Weise mit dem Thema Humor, insbesondere in der Kombination mit der Pflege. Was hat dich dazu geführt, diese Thematik so zu verbinden? Also, ich kann da mal berichten, wie es angefangen hat. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zum Fachkrankenpfleger auf der Intensivstation.
in Hamburg. Und dann im Rahmen dieser zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung darf man eine Facharbeit schreiben. Das wusste ich gar nicht. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, Matthias, du hast 20 Seiten Facharbeit vor dir. Hast du schon ein Thema? Ich so, was? Was für eine Facharbeit? Wieso 20 Seiten? Was ist bei euch denn falsch? Die Thema noch gar nicht. Da sagte die Kollegin Matthias, schreib du doch mal über das Thema Humor in der Pflege. Das passt doch zu dir. Und habe ich so gedacht, ganz genau. Zu mir passt das wunderbar. Ich komme gut gelaunt zur Arbeit, aber wenn ich morgens um 6 schon guten Morgen im Dienstzimmer sage, dann haben die anderen nicht alle genau die gleiche gute Laune wie ich. Und mein Gedanke war immer, das liegt natürlich nur an den anderen. Und das ist natürlich falsch. Es liegt immer an beiden. Und Sender und Empfänger muss immer natürlich genau stimmen. Und jemand fragte auch mal, Matthias, warum hast du so oft gute Laune bei der Arbeit? Dann habe ich zu jemand gesagt, du, ich habe schon mal mit schlechter Laune versucht, es wurde auch nicht besser. Das fand die aber auch nicht witzig, muss man sagen. Mir gefällt das und, gut. Und mir hat das eben unheimlich geholfen. Auch die widrigen Umstände, die wir in der Pflege haben, und die waren bei uns natürlich genauso, und das war auch nicht immer alles ultra witzig, ne? Gerade auf unserer Station mit dieser Thematik, das gab schwere Momente. Und Humor kann sehr vielfältig sein und es hat mich durch viele Momente einfach auch getragen, weil wir uns eben auch als Team verstanden haben. Ja, und so kam ich zu dieser Facharbeit Humor in der Pflege mit brandverletzten Patienten, und meine Pflegedienstleitung wollte diese Arbeit gerne veröffentlichen im hauseigenen Intranet. Und dann kam ein halbes Jahr später ein Arbeitskollege aus dem Haus und der schrieb mir einen Brief. Mensch, Matthias, lass uns doch dieses schöne Thema ausweiten. Lass uns doch mal Humorseminare im Haus anbieten. Das war Frank Ladwig, der mich da auf die Idee gebracht hat. Und dann haben wir zum einen Humorseminare für Mitarbeiter ausgearbeitet. Das war ganz mühsam und sehr witzig auch. Dann habe ich 1,5 Jahre dafür gekämpft, Klinik-Clowns ins Haus reinzubekommen. Wir sind ein reines Erwachsenenkrankenhaus. Und das hat über die Neurologie, hat das nachher Einzug erhalten. Und das war sehr, sehr schön mit sehr tollen Erfahrungen auch, Erfahrungsberichten auch von den Kollegen. Und ich habe über ein Jahr ganz viel Zeit reingesteckt, indem ich versucht habe, eine Ausstellung zu organisieren. Und die hieß Lachen schadet ihrer Krankheit. Ach, wie schön. Ja. Und da habe ich gedacht, wer kann dir helfen? Wer kann dir helfen, dass diese ganze Mühe irgendwie auch sich mal es lohnt und dass es in die Öffentlichkeit kommt? Und dann fiel mir Eckart von Hirschhausen ein, der eine Stiftung hat, Humor hilft heilen. Ja, und dann habe ich ein Dreivierteljahr alle 2 Wochen E-Mails an seine Stiftung geschrieben. Hat zwischendurch dann angerufen, wenn ich keine Antwort bekommen habe. Ich war also sehr, sehr penetrant und habe mich nicht locker gelassen. Und irgendwann bekomme ich eine E-Mail von Eckart selber. Mensch, Herr Brehm, ich würde Sie gerne mal kennenlernen. Ich bin dann in Hamburg. Sie können sich mir das Projekt mal vorstellen. Und dann sind wir mit einer Probeausstellungsseite dann hin und haben das vorgestellt. Und Eckart kam ins Haus und hat diese Ausstellung eröffnet. Und dann wurde ich mutiger. Auf der einen Seite standen 250 Menschen im Hörsaal und saßen und standen da. Und auf der anderen Seite stand Eckart. Und ich stand an der Wand und habe gedacht, Matthias, du musst nur beibleiben. Du hast eine Idee. Und dann habe ich mutigerweise alle Hamburger Krankenhäuser angeschrieben. Hallo, ich heiße Matthias, ich bin Krankenpfleger. Ich gebe Humorseminare im Gesundheitswesen. Haben Sie nicht Interesse? Und das Interesse war so groß, dass ich dann eine Firma gegründet habe. Und die heißt Humorpille. Und dann wurde ich auf den ersten Kongress eingeladen und dann wurde gefragt, kommst du auch in unser Haus? Und dann ging das aus Hamburg, ging das immer weiter, über Kiel, über Bremen. Ja, und jetzt bin ich quasi im deutschsprachigen Europa unterwegs und bin seit 5 Jahren komplett selbstständig. Ich schaffe es gar nicht mehr, in der Klinik zu arbeiten. Ich habe es lange versucht, Teilzeit noch aufrechtzuerhalten und habe Partner, die Seminare für uns machen. Meine Frau ist meine Büroleitung geworden. Es hat sich alles aus dieser Arbeit heraus entwickelt. Und weil ich gemerkt habe, genau dieses Thema liegt mir und ist genau meine Intuition, um Kraft zu schöpfen für die Aufgaben, die wirklich wichtig sind. Das ist so. Ja, so komme ich als ganz normaler Krankenpfleger dazu. Und als der Springer Verlag dann kam und sagte, Matthias, möchtest du nicht ein Buch schreiben über dieses Thema? Und habe ich ein Buch geschrieben, Pflege deinen Humor. Ja, eine praktische Anleitung für Pflegepersonal. Und das ist das Schöne, dieses Praktische, dass du nicht nur über den Humor als solches sprichst, sondern wirklich
sagst, wie es praktisch anwendbar ist, weil das fehlt ja oft in Büchern über Humor. Da habe ich mich auch lange mit beschäftigt und habe das ja in meinem Buch Lachen trotz alledem und auch in dem Buch Das Lachen auch versucht, ein Stück rüberzubringen. Es wird ganz viel über Humor geschrieben und berichtet, aber nicht, wie man ihn anwendet. Und das ist doch das Entscheidende. Ganz genau. So sind auch unsere Seminare aufgebaut. Die haben sich auch weiterentwickelt im Laufe der Zeit, aber die sollen auch einen praktischen Leitfaden geben, was kann ich selber für mich tun und in welchen Situationen. Das ist leicht zu sagen, hab mal Spaß bei der Arbeit und ja, ich habe schon mal mit schlechter Laune versucht, es wurde nicht besser. Natürlich sind das auch schöne Sätze und das ist ja wie Carpe Diem. Es ist natürlich ein schöner Satz und das ist auch ein Wunsch, aber mach es mal. Genau, Komm ja mal in die ganzen Kalendersprüche, die sind so wertvoll und wichtig und die Umsetzung ist so schwierig. Ja, ganz genau. Und deswegen möchte ich jetzt einfach aus 25 Jahren Krankenpflege berichten, was jeder für sich tun kann, für sich selber, für ein gutes Verhältnis mit Patienten, mit Angehörigen, mit Kollegen aus allen anderen Berufszweigen, die in der Klinik sind. Und da sind wir schon bei den Grundzutaten, damit Humor überhaupt funktioniert. Und ich finde, Wertschätzung ist die elementarste Zutat auch. Und die eigene Zufriedenheit ist ganz wichtig. Ein empathisches Verständnis für meinen Gegenüber. Es ist ja auch normal, dass Patienten nicht rund um die Uhr lachen können. Die haben ja ganz andere Probleme vor. Deswegen sind sie ja auch im Krankenhaus. Und trotzdem ist der Blick wichtig. Wann hat Humor trotzdem mal seine Möglichkeiten? Ja, und ich finde das einfach grandios. Ich bin ja von meinem Grundberuf Physiotherapeutin, habe auch lange im Krankenhaus gearbeitet und habe mir auch immer gewünscht, dass da das Lachen mehr Einzug hält. Und ja, ich bin noch damit konfrontiert worden, als ich dann auch in der Praxis gearbeitet habe, dass mein Chef sagte, du lachst zu viel mit den Patienten, da kann man nicht gut arbeiten. Das ist alles so ein Quatsch. Ja. Na, also Lachen ist gesund, Humor hilft bei Schwierigkeiten. Und wenn man gerade in der Klinik liegt und krank ist und es nicht so lustig ist, gerade dann ist es doch wichtig. Ja. Wie du schon eben auch sagst, dazu gehört dann auch das ganze System. Na, also es ist ja nicht nur in Anführungsstriche der Patient und der Krankenpfleger, es sind dann auch noch die ganzen Kollegen und auch selbst wenn die Verwandten, die Angehörigen kommen, das ganze System. Ja. Dass es einbezogen wird und man sieht, Mensch, da ist eine andere Atmosphäre, das kann auch ganz anders hergehen, ne? Ganz genau. Ich habe im Seminar, da beginnen wir meistens mit einem Humor-analog Graffiti. Das habe ich kennengelernt, als ich ein Seminar bei der wunderbaren Eva Ullmann in Leipzig besucht habe. Sie hat das Deutsche Institut für Humor und dort habe ich mal einen 2-Tages-Workshop besucht und sie hat ein Humor-analog Graffiti mir dann gezeigt. Das heißt, du schreibst das Wort Humor ganz groß, in großen Buchstaben, auf eine Flipchart. Und dann geht die Frage, was verbindet ihr mit Humor? Was brauchen wir, damit es funktioniert? Was kann man mit Humor erreichen? Und innerhalb von, ich sag mal, 20 Minuten, einer halben Stunde, ist dieses Flipchart so vollgeschrieben, dass kaum noch Platz ist. Mhm. Und es geht über Zufriedenheit und es geht über Wertschätzung und es geht in Entspannung und Lachen und Offenheit und Empathie und Respekt. Und all das greift ineinander, ergänzt sich und ist die unbedingte Zutat. Denn du hast Patienten gelacht in deiner praktischen Arbeit als Physiotherapeutin, weil du selber eine eigene Zufriedenheit hast. Wenn du unzufrieden wärst mit dir selber, strahlst du das auch auf andere aus. Und warum muss immer eine Medizin erst bitter sein, bevor sie schmeckt, bevor sie hilft, wollte ich sagen. Also warum muss ich, die Gefahr ist da, dass Ernsthaftigkeit verloren geht. Ja, aber das kann ich ja auch beeinflussen und ich kann doch gut arbeiten und ich finde auch gerade in der Medizin, in deinem Bereich und auch in der Pflege und in der Medizin überhaupt, erst die gute Leistung und dann die gute Laune. Also jemand, der etwa einen Fehler macht und dem versucht, mit Witz zu überspielen, ja, dann würde man mit Humor genau das Gegenteil bewirken. Aber das haben wir ja in der Hand, das schließt es ja im Grunde nicht automatisch aus. Ne? Ja, es ist halt immer wie bei vielen Sachen, mindestens hat es seine zwei Seiten. Ne? Man darf die Ernsthaftigkeit mal verlieren und verlassen, damit es leicht und heiter wird, aber es darf natürlich auch nicht dann auf einmal zu schwammig werden. Ne? Also man muss ja trotzdem den Blick für das Ganze behalten. Genau, und die Dosis muss stimmen. Ne? Die Dosis, wie bei der Medizin eben auch. Ne? Eine gesunde Dosis oder eine Überdosis oder eine Unterdosierung, das ist wie bei allem, du brauchst das richtige Maß.
Um das zu beachten, brauchen wir wiederum Sozialkompetenzen. Und das ist Ganz auch genau. Achtsamkeit. Also Achtsamkeit, ich meine jetzt nicht irgendwie achtsam eine Mandarine pellen oder so, sondern auf die eigene Sprache zu achten. Wie reden wir bei der Arbeit? Manchmal. In der Sprache, in der Pflege verschwindet manchmal der Mensch aus der Sprache. Da sitzt die 7 auf dem Topf und die 8 muss zum Röntgen. Genau, und ich muss das Bein auf Zimmer 3 behandeln. Ja, ich habe mal eine Patientin zum Röntgen gebracht, die hatte eine Sprunggelenksverletzung. Und dann sagte die Röntgenassistentin, wie wir denn ankamen, die Patientin saß im Rollstuhl, kommen Sie alleine auf den Röntgentisch oder soll ich Ihnen einen Tritt geben? Oh nein. Und die Patientin guckte ganz verdutzt, ich auch. Und sie hat ihren Kollegen angeguckt und sagte, du, ich mache hier schnell den Fuß in der 3, danach machen wir beide das Kind in der 2. Okay, das ist eine Abteilung hier. Oh, es ist schlimm und es ist nicht besonders fachlich. Und manchmal ist es ja niedlich und so, aber manchmal verschwindet der Mensch auch aus der Sprache und es geht Menschlichkeit dadurch verloren. Ja, und das, also mich hat das in der Klinik immer geärgert. Ich habe gedacht, Mensch, an dem Knie hängt doch auch noch der Mensch dran. Und mit genau dem möchte ich reden. Ne? Und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit immer mehr mache. Ich bin mittlerweile Physio-Akupunkttherapeutin, also in Anbindung an die chinesische Medizin, weil ich den Menschen als Ganzes sehen möchte und nicht nur das Knie. Also das ist mir so, so wichtig. Ja, und auch dann wird es auch eher eine Heilung geben, als wenn ich mich nur dem Knie widme. Das bin ich fest von überzeugt. Ja. Und sehr schön fand ich auch, wie du vorhin gesagt hattest, dass du auch mit Patienten eben im Rahmen der Behandlung als Physiotherapeutin eben auch gelacht hast. Das bringt ein ganzes Stück Normalität wieder zurück. Und das sind auch die Erfahrungen, die Kollegen gemacht haben, wo die Klinik-Clowns bei uns im Haus waren. Die haben gesagt, wenn die Clowns 10 Minuten bei den Patienten waren, Frührehabilitationspatienten, also Menschen mit einer neurologischen Störung und die ganz frisch ins Krankenhaus kamen, die haben gesagt, wir können mit diesen Patienten bis zu einer Woche viel effizienter arbeiten. Es kommt ein Stück Normalität in den Alltag zurück und der Fokus erweitert sich von Diagnose, Prognose, Essen, Lagern, Abführen auf, was gibt es denn noch in meinem Umfeld? Und ich habe auch noch Ressourcen und Lachen ist eine Ressource. Und das muss manchmal auch Zeit gegeben werden dafür. Und ja, es gibt auch manchmal die Zeit, wo keine Zeit zum Lachen ist, weil es einfach schwierig und traurig ist und das gilt es auch wieder zu respektieren. Und dann gibt es irgendwann wieder kleine Ansätze, ein kleines Fünkchen Hoffnung. Irgendwo kommt ein kleiner Lichtschimmer wieder durch die geschlossene Tür und dann irgendwann ist die Tür mal ein Spalt auf. Ja, genau, so sehe ich das auch. Das Lachen bringt wirklich auch wirklich immer das Licht in das ganze Dunkle. Ja. Und wie du eben auch sagst, auch ein Stück Normalität und ein Stück dieses Positive, dieses Gesunde, dass der Fokus nicht immer auf dem Kranken ist, das finde ich auch so wichtig. Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir im Wartezimmer auch mittlerweile die Zeitschriften aussortiert. Da liegen jetzt Witzebücher und Comics und so Sachen, wo man auch in der Kürze der Wartezeit auch überhaupt eine Chance hat, sich das anzugucken. Genau. Und dann habe ich schon lächelnde, lachende, zufriedene Patienten auf dem Sofa sitzen, die auf mich warten. Wir lachen schon mal zusammen. Ist doch ein guter Einstieg. Ne? Lachen ist gesund, das passt doch. Manche kommen dann auch schon mit einem Witz und sagen, ich habe dir was mitgebracht. Das ist doch schon eine gute Begegnung. Genau, und ich finde es auch gut, einige nehmen das an und finden das gut und einige kommen trotzdem nur zur Behandlung und man kann auch nicht jeden erreichen und für einige brauchen vielleicht 2, 3 Behandlungen, bis sie ankommen und sagen, Mensch, wenn ich zu Silvia gehe, das ist immer nett, da freue ich mich schon auf das, ich sage jetzt mal, Uli Steinbuch, was da im Wartezimmer liegt. Bei meiner Zahnärztin liegt auch ein Uli Steinbuch im Wartezimmer und ich finde das gut, da gucke ich immer wieder rein. Manche kommen sogar früher, weil sie sagen, ich setze mich da gerne hin und möchte noch ein bisschen gucken. Sehr schön. Ich möchte noch mal auf den Namen deiner Agentur zurückkommen, weil ich finde das so köstlich. Agentur Humorpille. Ja. Und da hat sich natürlich bei mir die Frage eingestellt, bietest du Pillen an, um den Humor zu aktivieren? Genau, und dann habe ich gedacht, okay, manches sagst du ja schon, es gibt ja die Pille der Zufriedenheit, es gibt die Pille der Wertschätzung. Mir ist eben auch noch eingefallen, ganz dringend die emotionale Intelligenz, auch ganz wichtig. Dann würde man wahrscheinlich auch nicht sowas sagen, wie mit dem soll ich Ihnen Tritt verpassen, weil ich finde, das ist eigentlich ein No-Go. Genau. Ganz genau. Ja, welche Pillen hast du in deiner Humor-Agentur? Also die Namensfindung war der Grundgedanke, dass man Humor als Haltung einnehmen kann. Und das ist eben die Humorpille. Sich jeden Tag, wie Eckart von Hirschhausen sagte, man kann sich mehr als 2-mal halb tot lachen. Es gibt quasi ganz viele Möglichkeiten, für sich
zu sorgen und Humor als Haltung für sie einzunehmen. Und wenn ich eben die ganzen Sachen, die drumherum passieren sollten, damit ein wertschätzender, sozialverträglicher, guter Humor funktionieren kann, wenn ich das als Haltung einnehmen kann, also eine Grundakzeptanz gegenüber, eine Grundempathie anderen gegenüber, was du gerade sagtest, eine emotionale Intelligenz entwickelt, also auch beim Thema Achtsamkeit, wenn ich auch mal zuhöre, wenn andere mir etwas rückmelden, also sich selber zu reflektieren zum Beispiel. Wenn das eine Grundhaltung ist, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Mhm. Es gibt einige Menschen, die erlebe ich auch im Seminar, und meistens sind es die Menschen, die sich nicht freiwillig anmelden im Seminar. Und wenn ein Seminar so gestaltet ist, dass dort im Rahmen der innerbetrieblichen Fortbildung sich Menschen anmelden, die ein Grundinteresse haben, dann sind Menschen, die einem diesen Arbeitstag so schwer machen, ganz oft das Thema. Sie sagen, ich kenne so viele, die gehen zum Lachen in den Keller und die kommen unzufrieden zur Arbeit. Mhm. Und die reflektieren sich manchmal nicht. Und das ist manchmal, bei uns gibt es so ein Sprichwort, ein fauler Apfel verdirbt die ganze Kiste. Mhm. Manchmal reicht ein schlecht gelaunter Kollege und die anderen drei, die dann da gerade eben noch saßen, haben ungefähr nach einer halben oder einer Stunde die gleiche schlechte Laune. Und da möchte ich bewusst auch drauf auf achten, wie dicht lasse ich solche Menschen an mich ran? Mhm. Wie sehr kann ich die verändern? Das ist sehr, sehr eingeschränkt. Ich kann etwas vorleben, und was ich von jedem auf jeden Fall machen kann, ist zu gucken, wie dicht lasse ich die ran? Dann habe ich irgendwann auch mal den Mut, diesen Menschen das zu sagen und sagen, du, ich möchte nicht mehr über Menschen reden, die nicht in diesem Raum sind. Ich habe Jahre gebraucht, diesen Satz rauszukriegen, weil ich mich nicht getraut habe. Und irgendwann war das ganz selbstverständlich, zu sagen, du weißt sowas mit mir nicht. Du brauchst mit mir nicht über Sabine sprechen, die ist nämlich jetzt gar nicht da. Und wenn du nicht zufrieden bist mit ihrer Arbeit, sag ihr das selber, aber sag es nicht mir. Die Kollegin war dann beleidigt. Und das waren nachher die drei ruhigsten Tage bei der Arbeit, weil sie hat mich in Ruhe gelassen mit ihrer nicht schönen Art. So. Und das ist Autofahrer, kann ich auch nicht verändern. Und ich kann gucken, wie dicht lasse ich die ran. Nicht? Jemand, der nicht weiß, wie ein Reißverschluss funktioniert. Ja, kann ich immer noch den Daumen hoch zeigen. Den Daumen hoch, immer angrinsen und den Daumen hoch. Sag ich, du weißt genau, wie es funktioniert. Und ich habe eine innerliche Mauer. Ich lasse diese Menschen nicht dicht an mich ran und ich fahre für mich zufrieden weiter. Und ich bin nicht verantwortlich für die anderen. Das finde ich auch ganz wichtig so. Ja, das sind ganz wichtige Aspekte, die du da gerade alle aufzählst. Also es läuft ja teilweise, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, dass jemand gesagt hat, das ist auch eine Form der Umweltverschmutzung, ne, dass Leute so mit ihrem Müll da um sich werfen und es gar nicht an die Stelle bringen, wo es hingehört, also nicht in die richtige Tonne. Genau. Und dass man wirklich selber entscheiden kann, möchte ich mir das anhören? Es macht ja gar keinen Sinn und Zweck. Yeah. Du kannst das für die Kollegin nicht erledigen. Was ist es, außer dass er sich da einmal, auskotzt, ne, und es überhaupt nichts bringt? Also da darf man sich sehr wohl vorschützen und sagen, da mache ich nicht mit, weil dann wirst du nämlich auch verseucht und bleibst nicht in deiner guten Laune. Und da wissen wir ja mittlerweile, die Kraft der Spiegelneuronen, die sind ja so stark, dass man da auch aufpassen muss, so von welchen man sich anstecken lässt. Ganz genau. Oder was meine Spiegelneuronen bewirken können. Also um diese Erkenntnis bin ich sehr dankbar, weil dann kann man viel bewusster damit umgehen. Ja. Also ich finde es schon gut, dass man Sachen aufzählt, die nicht in Ordnung sind. Also kritische Köpfe sind sehr, sehr wichtig und sehr gut. Manche haben nicht mehr so im Fokus, dass sie auch ein Teil der Lösung sein können, sondern die zeigen, die meckern nur noch und es wird nur noch aufgezeigt, was alles nicht funktioniert. Und die Menschen, diese faulen Äpfel, sage ich mal, ein charakteristisches Merkmal gibt es bei denen und die kann man sehr leicht bei sich im Umfeld, privat, bei der Arbeit identifizieren, diese Menschen entschuldigen sich nicht. Mhm. Die werden nicht sagen, du weißt du was, Silvia, ich habe doch mal über gestern nachgedacht. Das war nicht glücklich von mir. Ich habe da nicht gut reagiert. Es tut mir leid. Ich wollte dich dann nicht verletzen. Ich habe gemerkt, du bist stiller geworden und es hat dich verletzt. Und das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Das sagen solche Menschen nicht. Die rechtfertigen noch und das ironischerweise, das Umfeld fängt dann irgendwann an, auch dieses Verhalten zu entschuldigen. Vielleicht kennst du solche Sätze wie, du weißt ja, wie er ist. Ja, ja. Ach, lass mal, er hat nur noch 2 Jahre. Oder es heißt so, heute geht's ja. Er ist nur halb so schlecht drauf wie sonst. Denn traurig, im Grunde ist er noch doppelt so schlecht drauf wie ich, aber es ist mittlerweile ja in Ordnung, dass er schlecht drauf ist. Weil man weiß ja, dass er nicht zufrieden ist mit sich und seinem Zuhause und allem Glücklichen. Ja, das macht es ja trotzdem nicht besser.
Und trotzdem komme ich zur Arbeit, brauche auch Energie für mich, für meine Arbeit mit den Patienten, mit den Angehörigen. Und all das kostet mich ja auch Energie. Und ich habe unheimlich energiefressende Menschen in meinem Umfeld. Und da muss ich gucken, wer tut mir wirklich gut, nicht? Dass ich bewusst eben, wie bei den Spiegelneuronen, eben bewusst gucke, was steckt an, wo kann ich Energie auftanken? Wir haben alle ein Handy und wenn ich im Seminar frage, wer hat von euch ein Ladekabel dabei, dann gehen immer 2, 3 Hände hoch und auf den Akku vom Handy, darauf achten wir. Und wenn meins irgendwie 10% hat, 15%, dann heißt das Ladekabel anschließen. Und wenn, wo sind unsere? Wir brauchen auch Ladekabel für uns im Alltag. Wer tut uns bei der Arbeit gut? Welche Menschen, welche Situationen? Und sich da den Blick zu bewahren. Und bewusst abstöpseln von den Menschen, die Energie rauben. Das ist ein Prozess. Ich musste auch mutig werden, das auch für mich so zu beachten. Und das gibt wiederum Freiräume. Und schwupps, umgebe ich mich mit Menschen, die mir gut tun. Und mit denen, wo es schwierig wird, mit denen die kann ich auch, die bleiben auch schwierig, aber ich arbeite mit denen dann und ich habe meine Erwartungen runtergeschraubt. Und es wird mir leichter, bewusst zu sagen, du, hier nicht in diesem Ton, sondern in welchem Ton redest du eigentlich mit mir? Ja, und ich denke, es ist gerade mit Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind, und dazu gehört ja auch die Pflege, für die ist es ganz schwierig, ne? Weil man immer denkt, der andere ist wichtig, der andere ist wichtig. Und man selber ist eben auch wichtig. Ja. Ne? Das ist ein Prozess. Man kann da weiterhin freundlich bleiben und kann sagen, du, ich möchte das jetzt gar nicht wirklich. Das kannst du gerne mit dir selber erklären. Wenn du mit dem Dienstplan nicht zufrieden bist, sag es doch Rebecca selber. Weißt du, sie hat den Plan geschrieben, nicht ich. So. Mir fällt dazu eine wunderschöne Lach-Yoga-Übung ein. Die habe ich selber mal kreiert, weil es mir genau, wie du eben sagst, alles, da achtet man darauf, ne, dass man das Auto passend zum TÜV bringt oder das Handy passend auflädt oder. Ja. Aber wie ist das mit uns selber? Da reizen wir es ja oft ganz schön aus mit Burnout und sonst was. Und ich bin ja auch eher bemüht, die Leute und mich selber daran zu erinnern, Mensch, denkt früh genug dran, pfleg deine Energie, passt drauf auf. Und dann wir haben ja diese Rasenmäher-Übung, wo man den Motor des Rasenmähers anwirft und dann laut lachend rumläuft, ne, so dieser laute Rasenmäher. Mhm. Und ich habe dann mal diesen Roboter-Rasenmäher gesehen. Und der ist ja ganz leise. Ja. Also ein guter Kontrast zu dem lauten Rasenmäher schon mal. Das ist so ganz witzig beim Lachen, weil immer, wenn es dann leise geht oder man nicht lachen darf, ist das schon ulkig. Und dann hatte dieser Rasenmäher, den ich gesehen hatte, auch noch so große Klunkeraugen. Er war also so personalifiziert. Das war irgendwie so auch ganz witzig. Und dann habe ich den so beobachtet und dachte, der ist ja schlau. Bei Widerständen, da dreht er sich ganz entspannt weg, fährt anders weiter. Der fährt von alleine passend in die Ladestation. Dann fährt er wieder weiter. Das sah ganz ruhig und entspannt aus. Und dachte ich, der ist ja schlauer als wir Menschen. Und dann habe ich da die Übung draus gemacht, dass wir ganz leise in kleinen Schrittchen so vor uns hinzockeln, immer gucken, wenn wo ein Widerstand ist, also sprich ein anderer Teilnehmer oder ein Stuhl oder irgendwas oder was wir uns ausdenken, drehen uns kurz weg und fahren eben passend in eine Ladestation, bleiben stehen, schuckeln uns so ein bisschen durch, lalala, aufladen, aufladen und fahren dann wieder weiter. Ja. Also der leise Rasenmäher. Ja, und das ist eine gute Übung, weil wir uns dran erinnern, weil ich merke immer, wie lange die Leute brauchen, bis sie stehen bleiben, um aufzutanken. Ich sage, denkt an die Akkustelle, denkt ans Auftanken. Das kann man richtig trainieren, dass in das Denken auch mehr drin ist. Ne? Und der Rasenmäher schafft die Fläche, irgendwann ist sie trotzdem gemäht. Wir schaffen es, das ist das Schöne, das ist eine schöne Assoziation, weil der schafft es ja trotzdem, seine Arbeit zu machen, seine Fläche zu auf ganz entspannte Art und Weise. Genau. Ne? Und der ruckelt nicht 12-mal gegen den Zaun gegen, sondern der merkt, pop, Widerstand und zack, dann mache ich eben kurz was anderes. Sehr, sehr schön. Das ist doch toll, ne? Dankeschön. Ja, du schreibst in deinem Buch Pflege deinen Humor, eine praktische Anleitung für Pflegepersonal auf Seite 70, Stufen der Humorprozesse. Oder Stufen des Humorprozesses. So. Genau. Was verstehst du unter diesen Stufen? Also, die sind ja definiert worden von dem Professor Dr. Dr. Hirsch, dass es 5 verschiedene Stufen gibt. Und die unterste ist von ihm definiert, ich kann über gar nichts lachen. Es gibt ja manchmal Phasen im Leben, Trauer, schwere Diagnose. Man kann über gar nichts lachen. So habe ich bei mir auch erlebt, als meine Mutter verstarb, war das für mich eine ganz, ganz schwere Zeit. Und es gab, da hat mich ganz wenig an dich wirklich aufgeheitert. Es hat mir vieles gut getan, aber wirklich Humor hatte da wenig Platz. Und die zweite Stufe, die er beschreibt, ist, ich kann über andere lachen. Also diese Schadenfreude. So. Es gibt ja Fernsehsendungen, die das beschreiben. Und wenn ich so etwas sehe,
da denke ich so in Diagnosen, muss ich sagen. Wenn ich immer mit dem Skateboard die Treppe runterfährt, denke ich, nein, 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 nein. Du wirst kein Vater mehr. Nein, nein, nein. So. Und mein Sohn findet das total witzig, also als er noch so 14, 15 war. Und das ist so die zweite Stufe. Die dritte ist, wenn ich mit mir alleine bin, kann ich über mich selber lachen. Das heißt, mir passiert irgendwas Schusseliges und ich habe schon die Größe, über mich lachen zu können. Und die vierte ist, es ist okay, wenn andere über mich lachen. Das kann ich, wenn ich das aushalten kann, ist das schon in Ordnung. Und die oberste, die fünfte Stufe ist für mich so die Krönung, wenn ich es schaffe, gemeinsam mit anderen über meine eigenen Schusseligkeiten und Unzulänglichkeiten lachen zu können. Und eine Rubrik heißt Scheitern im Alltag, wo wir einen Urlaub gemacht haben hier an der Ostsee. Und mein Sohn sagte zu mir, Mensch, Papa, hier haben die neu aufgemacht einen Wasserskipark. Sollen wir beide nicht Wasserski fahren? Und ich weiß, welche Stärken ich habe und ich weiß, dass Wasserskifahren nicht dazugehört. Meine Frau war clever. Meine Frau sagte gleich, oh Matthias, ich habe mich heute Nacht so verlegen. Ich mache die Fotos. Fährst du mit ihm? Ich mache die Bilder. Ja, genau, Schatz. Schöne Aufteilung. Ja, sehr schön. Und wir sind dann hin und er sagte, ja, Sie können hier Wasserski fahren und Sie können Kneeboard fahren und erstmal brauchen Sie einen Neoprenanzug. Welche Größe, sage ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht für meinen Lippen, also vielleicht haben Sie M für Hannes und für mich, also ich bin 1,96, damals wog ich ungefähr 108 Kilo. Da habe ich gedacht, vielleicht, also XL wäre, also, oder zweimal XL wäre super. Ja, genau. Wir kriegen diese Anzüge. Ich ziehe ihn erstmal falsch rum an. Irgendwann, die erste Nummer war zu klein. Ich habe ihn so an, versucht reinzuquetschen in einen L-Anzug, der war viel zu klein. Ich bin abgerutscht, habe mir mit der Faust auf die Lippe gehauen, es fing sofort an zu bluten. Ich hockte fast nackt, eingeklemmt in diesem Gummianzug, schwitzend, blutend und Hannes, also mein Sohn, steht fertig angezogen vor mir und sagt, Papa, kommst du zurecht? Und ich habe nur mit meiner blutenden Lippe gesagt, hol mal beim Mupper. Und dann hat er seine Mupper geholt und dann haben die beiden diesen Anzug an mir hochgezogen und irgendwie versucht reinzuquetschen. Das ging alles nicht, bis Katrin dann gesehen hat, es war eine L, ein L-Anzug und nicht zweimal XL, also alles auf. So, sie kommt mit einem neuen Anzug, ich quetsche mich dann da rein und ich mache diesen Anzug vorne zu. Und dann sagt der Mensch vorne, der uns diese Boards ausleihen sollte, sagt er, Sie haben den Anzug falsch rum an. Der Reißverschluss gehört nach hinten. Ja, alles da. Dann haben wir Wasserski gefahren. Und dann ist es ein Riesenteich und da ist ein Gestänge drumherum. Und dann war ein sehr freundlicher, motivierter Mensch, der da sitzt und sagt, hier halt die Arme lang, halt die Muskeln gespannt, halt der Körpermittelpunkt unten, der nächste Schlitten ist deiner. Und ich hockte da und dachte, wo ist mein Körpermittelpunkt? Wo ist er, wenn ich hocke? Und wieso Schlitten? Was will der von mir? Und das knackte in der Leitung und ich wurde mit einem Affenzahn dieses Wasser gezogen und ich wie so ein Stein, den du aufs Wasser schmeißt. Ditsch, 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 ditsch. Ich ditschte dreimal auf, flog hin und her, landete im Wasser. Ein Gegröhle von der anderen Seite. Ich so, ja, genau. Und das blieb so eine Dreiviertelstunde. Es war göttlich. Ich bin irgendwann mal, habe ich mal eine Bahn geschafft und dann flog ich in der Kurve wieder raus und dann bin ich an dieser langen Terrasse vorbeigelaufen. Und da sagte einer mit so einem schönen Cappuccino in der Hand, du musst deinen Körpermittelpunkt nach außen verlagern. Ich so, genau. Sobald ich den gefunden habe, mache ich das auch. Ich stand da, du bist. Und mein Sohn konnte das total gut. Und es war schön, das war der erste Urlaubstag. Und er mit seinen 11 Jahren war total stolz, dass er was richtig, richtig, richtig gut konnte. Und Papa gar nicht. Und wir haben Tränen lachen müssen. Und wir wohnen jetzt 20 Kilometer von diesem Wasserskipark entfernt. Wenn wir heute den Namen hören von diesem Park oder wenn wir einen Neoprenanzug sehen und hören, es ist ein Fest. Und es ist so, so wertvoll, es befreit total, über sich selber lachen zu können. Und es zeigt auch, wir brauchen Selbstbewusstsein dafür. Und auch Selbstvertrauen. Und das ist wiederum auch Mut. Und dieses Selbstvertrauen, und dieses Selbstbewusstsein, das hilft wiederum auf der anderen Seite auch, diesen schlecht gelaunten, faulen Äpfeln mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist das gleiche Selbstbewusstsein. Wenn ich sage, du tust mir heute nicht gut, das kannst du ja anders verpacken. Aber wenn das die Message ist, das ist die gleiche Zutat. Und das ist total wertvoll.
Und je mehr ich mich traue und wenn ich merke, wenn ich mit Kleinigkeiten anfange, werde ich im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser. Und das ist die höchste Stufe. Und das finde ich total wertvoll. Und ich habe an der Uniklinik gelernt. Ich habe gemerkt, je goldener die Knöpfe an so einem Kittel werden, desto seltener ist diese Fähigkeit, über sich lachen zu können, was total wertvoll ist, verbreitet. Und man vertut sich gar nichts damit. Ich muss ja gar nicht inkompetent dastehen, sondern ich kann doch eine Größe zeigen und über mich lachen. Ja, das auch da ist macht die Dosis das, ist, das Gift. Das ist die ja gerade die Größe eigentlich, ne? Genau, man sagt ja, das ist die Königsdisziplin, ne? Wenn du über dich Clowns selber scheitern sogar permanent. Noch mit anderen lachen kannst. Genau, Klinik-Clowns scheitern permanent und sie sind so wertvoll und sie zeigen einem damit auch, wie leicht es auch ist und dass sie trotzdem mit Respekt behandelt werden können. Das schließt es doch gar nicht aus, ja. Genau. Ja, da steckt halt auch wirklich, wie du schon sagst, dieses Selbstbewusstsein ist dafür notwendig. Ja. Und oft steckt da wirklich richtige Angst dahinter. Es gibt ja diese Gelotophobie, also wo man wirklich Angst hat, ausgelacht zu werden. Ich habe da eine Podcast-Folge 32 mit dem Dr. Michael Tietze gemacht. Das ist eine ganz spannende Thematik, weil das ist ja auch wichtig, dass man diese Grundhaltung überhaupt leben kann. Und da gilt es manchmal auch so einiges auch zu bearbeiten, dass man da überhaupt hinkommt. Ne? Mhm. Ja, das heißt ja mit der Humorpflege, ich habe die Frage an dich, sind deine Tipps ausschließlich für Personal in der Pflege oder ist das auch übertragbar in andere Bereiche? Das Buch richtet sich an alle Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das ist so der Gedanke, weil das Buch von Springer Pflege aus initiiert wurde, war es dem Springer Verlag wichtig, dass dort im Untertitel eine praktische Anleitung für Pflegepersonal drin steht. Mhm. Und die Appellation ist im Titel aber auch, tu etwas für dich selber. Im Grunde richtet sich dieses Buch an jeden. Pflege deinen eigenen Humor, egal in welchen Bereichen du arbeitest. Also ich habe auch erlebt, dass ein Staatsanwalt hat sich mein Buch gekauft. Ein Versicherungsmakler hat sich mein Buch gekauft. Und eine Standesbeamtin hat sich mein Buch gekauft. Überall, wo Menschen quasi auch mit Menschen arbeiten. Und zumindest haben sie ja meistens zu Hause Menschen um sich herum. Oder bei der Arbeit haben sie Arbeitskollegen. Es richtet sich an alle Menschen, die mit anderen Menschen Kontakt haben. Und gerade in Corona-Zeiten haben wir ja gemerkt, Menschen brauchen Menschen. Und uns hat das einfach, dieser Entzug von Gemeinsamkeiten, von Austausch hat vielen auch gar nicht gut getan. Und daher ist es so wertvoll, etwas für sich zu tun. Und man kann es immer ein bisschen aufpolieren. Man kann ein bisschen Anti-Zicken-Spray um sich herum sprühen. Man kann einen Empathie-Puder auflegen. Oder man kann eben, wie deine Assoziation eben mit dem Rasenmäher, auch mal gucken, wie lange renne ich gegen Widerstände eigentlich an oder ditche ich da einmal gegen und fahre dann einfach erstmal einen anderen Weg. Vielleicht komme ich hier nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vorbei. Und es geht ja alles Richtung Persönlichkeitsentwicklung, sich weiterentwickeln, sich reflektieren. Und das hört ja nie auf. Das heißt, es ist ja, wenn viele nehmen das Buch und es wird mir so rückgemeldet und sagen, du, ich schaue immer mal wieder rein. Immer mal wieder lese ich ein, zwei Kapitel, weil ich habe gemerkt, nach einer Woche, ich bin wieder in meinen alten Modus zurückgekehrt und ich habe mich wieder über die Kollegen geärgert und ich bin nach Hause gefahren. Ich hatte wieder kein gutes Mittel und ich war wieder nicht so souverän. Und es beginnt damit, es sich einzugestehen, dass ich dazu lernen möchte und niemand ist perfekt. Und dass jeder, das ist mit kleinen Schritten anfängt und jeder hat es in der Hand. Und jeder sollte es sich, Thema Selbstbewusstsein auch, sich selber auch wert sein, wie mit ihm umgegangen wird. Das ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Selbstwert. Also ich hatte mal einen Professor, der hat mich 2 Wochen lang geduzt. Ich war neu auf der Station und der hat gesagt, du Matthias, kannst du mal? Ja, Herr Professor, mache ich. Und ich habe mich unwohl gefühlt, weil das passte irgendwie nicht. Und nach 2 Wochen hatte ich den Mut gehabt und bin hin und gesagt, Herr Professor, ich würde gerne unsere Anrede klären. Sie duzen mich, ich soll sie sitzen, ich würde es gerne einheitlich machen. Also weder sitzen wir uns beide oder wir duzen uns beide. Und er heißte Nikolaus. Und ich kann auch Nico sagen, wenn du willst. Und er, nein, also Herr Prehm und Herr Kröger, das wäre gut. Genau, und dann haben wir uns gesiezt. Und das war weiterhin ein sehr gutes Miteinander. Darum geht es ja, dass das Miteinander ja weiterhin stimmt. Ja.
Ja, und du Und wir hast dich haben dabei auch, selber auf die Augenhöhe gebracht, die du dir ja, gewünscht hast, ne? ganz Also da genau. muss man sich teilweise ja nun auch selber drum kümmern und nicht Ganz darauf genau. warten, dass der andere das Ja. macht, der es ja gar nicht merkt. Dann Genau. wird Und das ich auch muss, nicht ändern, ne? Und den genau. Und stört es ich ja kann auch auch nicht. nicht Und wir darauf wissen warten, ja, geändert wird es nur, wenn einen was stört, ne? ja, genau. Ich kann auch nicht darauf warten, dass andere mich in eine gute Laune reinbringen, sondern ich muss es für mich selber machen. Und ich muss auch, wenn ich merke, ich komme unzufrieden zur Arbeit, dann ist es auch ein Punkt, die eigene Zufriedenheit ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Mit wem lebe ich zusammen? Wo lebe ich? Also ein bisschen auch mal innere Inventur machen und mal gucken, ist es eigentlich alles richtig so? Ich habe zwei Berufe. Also mein erster Beruf ist Industriekaufmann. Ich komme von der Nordsee, von der dänischen Grenze oben, Nordfriesland. Ich bin Friese, Nordfriese. Ich habe 3 Jahre lang die Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Stadtwerken in Husum gemacht. Und das waren die 3 schwersten Jahre für die Stadtwerke Husum, mich da so durchzuprügeln. Und wenn ich heute noch da wäre, ich wäre ein zutiefst unglücklicher Mensch. Und heute ist auch, gut, heute, wir haben Glück, heute ist Donnerstag. Es ist schon fast die Woche rum. Aber viele Menschen warten den ganzen Tag auf den Feierabend. Und sie warten den ganzen Montag, die ganze Woche warten sie auf den Freitag seit Montag. Und sie warten Und das dann auf den ganze Jahr Urlaub. auf den zweiten Urlaub. Und sie warten ihr Leben lang auf die Rente. Ja, und sind nicht zufrieden. Du hast so schön auch geschrieben, love it, change it, leave it. Ne, das passt Ja. ja gerade so gut dazu, ne? Ja, ganz genau. Und auch das ist ein Lebensmotto, habe ich auch nicht selber erfunden. Ich habe es für mich noch mal ausdefiniert und es mir vor Augen gehalten. Also, und ich lebe dieses Love it, change it or leave it. Das heißt, wenn man im Love it ist, dann sollte man im Leben sein. Also ich bin auf Wolke zwischen Wolke 6 und 7. Das finde ich ganz wichtig. Beruflich, privat. Vor einem Jahr haben meine Frau und ich unser ganzes Leben einmal umgekrempelt. Wir sind komplett umgezogen. Wir haben unser Haus verkauft. Wir haben ganz viele Sachen verschenkt und haben auf unser Herz gehört und sind ans Meer gezogen. Wir wohnen jetzt an der Ostsee, weil da unser Herz ist. Meine Frau ist auf Rügen aufgewachsen und musste mit 12 Jahren dort wegziehen. Und 40 Jahre lang blieb dieser Wunsch bestehen, ich möchte wieder ans Meer. Und als unser Sohn dann gesagt hat, ich lerne Pflegefachmann in Hamburg und wir gesagt haben, okay, was hält uns denn noch da, wo wir wohnen? Und dann haben wir gesagt, im Grunde ist es nur materielle Sachen. Und dann haben wir das Haus verkauft und eine Wohnung hier gekauft. Weniger ist auch mehr so. Und wir haben jetzt viel mehr Freiraum für uns und sind mit dem Fahrrad in 5 Minuten am Strand. Und also einige haben nicht die Möglichkeit, das ist völlig auch klar. Aber wenn ich beruflich bedingt unzufrieden bin und ich habe nicht den Mut, etwas zu verändern und habe nicht die Kraft, Sachen zu verlassen, dann bleiben einige zwischen diesen verändern, ich weiß nicht wie, und verlassen, ich traue mich nicht, bleiben da so stecken. Und Leben heißt rückwärts Nebel. Und dann haben einige Menschen, es gibt einen wunderbaren Vortrag von Dieter Lange, den kann jeder bei YouTube, kann Dieter Lange eingeben oder Creator eingeben. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Vortrag. Und der Titel hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Der Titel von diesem Vortrag heißt, warum arbeitest du eigentlich? Was ist denn das Eigentliche, was dich antreibt, diesen Job zu machen? Und wenn ich diese Fragen im Seminar stelle, dann kommen tolle Antworten. Natürlich kommt auch die Antwort Geld. Und Geld ist natürlich auch ein Motivationsfaktor, aber es ist extrinsisch. Es kommt von außen. Und das hilft, wenn ich, wie mein Sohn letztes Jahr 4 Wochen auf dem Spargelhof gearbeitet hat, weil er einen Fernseher wollte in seinem Personalwohnheim, hat er 4 Wochen lang war der Antrieb Geld. Aber wenn ich 40 Jahre arbeiten, 45 Jahre arbeiten darf, dann brauche ich mehr Antworten, warum ich diesen Job gerne mache. Und das Geld ist nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, einen Sinn zu finden, eine Rückbildung zu bekommen, eine Bestätigung zu bekommen, ein nettes Team zu haben und was für gestalten zu können. Und all die Antworten brauchen wir. Und Menschen, die mit diesem großen Rucksack schon zur Arbeit kommen und sich morgens um 6 ins Teamzimmer setzen und sagen, Mensch, die Arbeit könnte so schön sein, wenn die Menschen nicht wären. Ja, Oh, zehn Stichwort Jahre. Rucksack ist auch immer eine Ja. gute Sache. Da habe ich auch so eine Ja. schöne Übung, die ich gerne am Anfang vom Lach-Yoga mache, weil die Leute ja auch Aha. sehr belastet kommen, ne, mit Ja, vielem, was ja. sie rumtragen. Und gerade Ja. auf den Schultern ist ja ganz viel.
Und die Rucksäcke sind oft ganz schön vollgepackt, dass ich dann die Schultern kreisen lasse und sage, da purzelt jetzt alles in diesen Rucksack. Und der ist so groß, da passt wirklich alles rein. Alles, was du da oben als Last hast, passt da rein. Und dann darfst du den Rucksack abnehmen, darfst ihn irgendwo hinstellen. Und währenddem wir jetzt ein paar Lachübungen machen, da löst sich dieser Rucksack mit all seiner Problematik auf. Das ist doch auch schön, ne? Das ist schön. Und wenn sich selbst die Probleme nicht immer komplett auflösen lassen, und tut es trotzdem gut, dass man sich mal eine gewisse Zeit nicht ausschließlich mit dem Problem beschäftigt. Genau, Wo wir Stichwort wieder, Perspektiven wechseln, ne? Dass man genau, wirklich wo wir mal wieder was anderes auch bei zugesteht. dem Punkt, ich lade meinen Akku auf. Bei einer Stunde Lachyoga bei dir kann ich ganz, ganz viel einfach mal abschalten, mal Urlaub machen vom ganzen Rest. Und ich habe wieder mehr Kraft, um mich dem meinem Rucksack zu widmen. Vielleicht mache ich den wieder auf und sehe ihn aus einer anderen Perspektive oder habe einen Lösungsansatz. Also eine Stationsleitung sagte mal im Seminar, sie kommt morgens zur Arbeit und sieht zwei große, schwarze, dicke Ks in den Dienstplan, zwei Krankmeldungen. Und sie hat gesagt, weißt du was, ich nehme mir erstmal einen Kaffee und eine Zigarette und ich gehe erstmal raus, eine rauchen. Und nach 5 Minuten komme ich wieder und diese beiden Ks sind immer noch drinne, aber ich habe mittlerweile eine Idee. Ich habe einen Plan. Mein erster Ärger ist raus. Und dann konnte sie eben auch den Kopf nach oben nehmen und nach links und rechts nach Lösungen schauen. Und darum geht es ja auch ganz viel, wenn ich permanent zur Arbeit komme und sage, also Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber noch 10 Jahre in diesem Scheißladen und dann gehe ich in Rente. Die kommen mit einem Akku von 50% zur Arbeit und haben ihr Ladekabel vergessen. Und werden es irgendwann auch, schaffen sie es nicht mehr, sich unter Kontrolle zu haben. Und diese schlechte Laune wirkt auf andere wieder. Deswegen ist diese eigene Zufriedenheit so, so wichtig. Da hast du auch so schöne Beispiele. Also du hast auch geschrieben, Humor und positive Sichtweise, wie man die zusammenbringen kann. Da hast du, ich weiß nicht, ob du dich selber an die Geschichte von den drei Reifen erinnerst oder von diesem Minister. Das hat mir so gut gefallen. Wenn du das erzählen magst, fände ich das schön. Ja, also ich war selber Patient. Also es ist ja auch mal sehr wertvoll, wenn du mal das von der anderen Seite betrachtest. Ich hatte eine Meniskus-OP. Und für die einen war ich nur der Meniskus in der Neuen am Fenster. Also die kamen ins Zimmer, es war gar nicht im OP, sondern auf der Station. Und die hat mein Bein verbunden und dann rausgehen. Sie hat dann fachlich zu mir was gesagt, bitte hochhalten und hier festhalten. Und dann beim Rausgehen sagte zu ihrer Kollegin, du, ich bin hier mit dem Meniskus in der Neuen fertig, ich komme gleich zu dir. Und ich lag da und dachte, okay, Matthias, du bist der Meniskus und du bist die Neun und du bist fertig. Und nächsten Tag kam ein Krankenpfleger, der auch diesen Verband gemacht hat. Und der hat sich währenddessen, hat er sich mit mir unterhalten und er hat mich als Arbeitskollegen gesehen. Ich war Patient in der eigenen Klinik. Der hat mich als Familienvater gesehen. Der hat gesehen, dass ich Fußballfan bin. Ich hatte von meinem Lieblingsverein, dem FC St. Pauli, ich möchte es erwähnen, von meinem Sohn ein Teddy auf dem Nachttisch stehen. Und er hat gesehen, Mensch, Matthias, du hast doch Unterarm Gehstützen, du kannst doch noch selber ins Badezimmer. Er hat meine Ressourcen gesehen und er hat auch mein Bein gesehen. Er hat es auch fachlich gut versorgt. Und ich habe gedacht, du wirst als viel mehr wahrgenommen. Nimm die Menschen nicht nur als das Problem wahr, sondern guck auch noch, was können sie dazu beitragen, dass die Situation besser wird? Was ist gut? Und wenn ich im Stau stehe zum Beispiel, hilft es mir und ich bilde gerade diese Rettungsgasse und ich habe es jetzt am Sonntag erlebt und dann düste Feuerwehr und Polizei und an mir vorbei und der Notarzt. Meine Frau und ich saßen im Auto und wir saßen da, haben für eine Tour, die 5 Stunden dauert, 7,5 Stunden gebraucht am Sonntag. Und wir haben gesagt, und wir sind nicht der Grund, warum dieser Rettungswagen kommt. Und dieser Perspektivwechsel hat uns geholfen zum Beispiel. Oder ich habe mal. Oder wenn man irgendwie, natürlich rufe ich nicht einen ADAC an und sage, drei Reifen haben noch genug Luft. Aber dieser Gedanke hilft schon mal. Der eine ist platt, aber nur unten. Also, so, manchmal hilft es. Eine Kollegin war ärgerlich bei der Arbeit und ich sage, was ist das? Sagt, ja, wir kriegen schon den zweiten Patienten zur Aufnahme. Ich sage, ich sei doch froh. Warum das denn? Dass du nicht aufgenommen wirst. Ja, ach, Matthias, du mit deinem Optimismus. Ja, aber hilf mir. Sei mal auf der Ja, anderen das ist Seite. so. Das hilft. Es hilft Ja. mir ein bisschen, die Perspektive zu wechseln, zu gucken, was ist eigentlich wirklich schlimm. Wenn ich in Kliniken komme zu Seminaren, ich darf da hinkommen, um zu arbeiten. Und das reduziert ganz, ganz viel Ärger schon mal
runter. Das finde ich eben ganz gut. Also die Sichtweise, das kann man selber vorleben auf der einen Seite. Wenn Patienten in der ganz brenzlichen Situation sind, also ich hätte eine Patientin, die war beidseits Unterschenkel amputiert und sie wurde frisch operiert und 3 Tage nach dieser OP, wo sie unterhalb vom Knie beidseits amputiert wurde, natürlich für sie ein dramatisches Ereignis, kam ich morgens in ihr Zimmer und war bei ihr eingeteilt. Guten Morgen, ein bisschen frisch machen, ich habe Waschzeug dabei und Bettzeug. In ihrem Einzelzimmer, wo sie lag, hing ein Fernseher an der Wand. Und da lief gerade ein Werbefilm über ein Medikament gegen Fußpilz. Und ich stand da und dachte, oh Matthias, nichts sagen, einfach mal nichts sagen, Matthias, Fettnäpfchen, Fetthüpfen, du wirst einfach mal nichts sagen, Matthias. Und sie guckte an mir vorbei und sagte, ach guck mal, es gibt ja Dinge, die erledigen sich von selber. Und sie durfte diesen Witz machen, diese Sichtweise ändern von, sie ist Unterschenkel amputiert und sie darf dann auch einen Witz über Fußpilz machen. Genau. Wenn ich genau. das gemacht hätte, dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass sie das falsch verstanden hätte und dass wir... Jedenfalls, dass Humor, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ne? Genau, Humor muss tragfähig sein. Wir brauchen eine stabile Beziehung. Wenn ich das beachte, dann kann ich mitmachen. Und wenn Bülent Ceylan, ein wunderbarer Komiker, der darf Witze über Türken machen, weil er Türke ist. So ist meine Herangehensweise. Und wenn ich jemanden im Seminar habe, der keine Haare auf dem Kopf hat, der darf sagen, Mensch, ich trage das Haar heute offen. So, wenn wir uns gut kennen, wenn wir schon Arbeitskollegen sind, dann kann ich sagen, moin Logge, na, wie geht's? So, aber das kann ich machen, wenn wir uns kennen. Und nicht, wenn wir 8:58 im Seminar, dann sage ich nicht, moin Logge, auch da, freut mich. Das kann gut gehen. Und es ist riskant. Es birgt die Gefahr nach hinten. Das gilt es eben auch darauf zu achten. Und dann, es schließt sich immer wieder der Kreis, ich kann dann eher auf so etwas achten, wenn ich mit mir zufrieden bin. Wenn ich keinen großen Rucksack habe, weil dann habe ich den Kopf nach unten und dann sehe ich ganz viel nur mich und meine Füße und Boden und ich habe die Scheuklappen auf. Und ja, und da kann man dann auch ganz gut mal eine Lachpille einwerfen. Das passt ja auch gut zu deiner Agentur Humorpille. Ja, dann möchte ich dich einladen, gerade mal mitzumachen, auch die Hörer und Hörerinnen. Stell dir vor, du hast eine Dose, ne, Rappel, da sind die Lachpillen drin. Ja. Und dann drehen wir die auf. Dann holen wir uns eine Lachpille daraus und die nehmen wir jetzt nicht so einfach, wie man sonst eine Pille nimmt, nicht sofort in den Mund, das wäre viel zu einfach, nein. Die werfen wir hoch und fangen die mit dem Mund auf und hepp. Hast du die jetzt auch im Mund? Dann können wir die so ein bisschen lutschen und die Zunge geht zwischen den Zähnen und den Lippen so ein bisschen hin und her. Lecker. Kreisen. Bildet sich auch Speichel. Mal in die andere Richtung die Zunge kreisen. Und dann können wir mit dem Speichel, den wir jetzt haben, die Lachpille langsam runterrutschen lassen, also runterschlucken und merken, wie die durch die Speiseröhre langsam in den Bauch rutscht. Dann ist so unten angekommen, dann streichen wir ein bisschen über den Bauch. Und dann passiert was, die löst sich nämlich langsam auf da im Bauch und dann fangen wir an zu kichern. Ach, das ist ja eine Lachpille, wird ja mal mehr. Ich sehe das, bei dir wirkt es ja auch schon super. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, bei euch wirkt die Lachpille auch. Ne? Dann kann man immer mal so wieder eine nachwerfen, das ist fantastisch. Ja, und du hast vorhin auch so schön, was hast du für ein Spray gesprüht? Das Anti-Zicken-Spray. Das Anti-Zicken-Spray und dann war noch was? Das Empathie-Puder. Empathie-Pulver, genau. Da wollte ich nämlich doch die Lachcreme zusteuern. Das passt so super. Ja, genau. Da haben wir in der linken Hand die Dose. Perlt ab. Ja, mit der Lachcreme. Und die Lachcreme, das ist besonders. Wir wissen ja, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, dann fangen ja schon die Endorphine, die Glücksbotenstoffe an, sich aus unserem Gehirn auf den Weg zu begeben und uns glücklich zu stimmen. Also schmieren wir die Lachcreme so, dass wir die Mundwinkel dabei nach oben schmieren. Ach, herrlich. Das ist doch deine gute Morgenpflege, ne? Nach dem Spray noch die Lachcreme. Also fantastisch. Ach, so schön nach oben. Ja, lieber Matthias, du hast auch ganz wundervolle Humorübungen. Magst du uns da mal was verraten? Ja, also im Seminar machen wir dann und den Punkt so, wie kann ich Kreativität fördern? Kreativität ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn wir
den Blick ein bisschen nach oben haben und wir schaffen zu assoziieren, ist das sehr wertvoll und das ist erlernbar und das ist auch trainierbar. Und eine wunderbare Übung ist zum Beispiel die Was machst du Übung? Die ist zu zweit möglich und es ist so, beide stellen sich ganz locker gegenüber und es ist eine pantomimische Übung. Das ist zum Beispiel, ich mache pantomimisch etwas vor und du würdest mich fragen, was machst du? Und ich würde als Beispiel, ich lese jetzt gerade ein Buch. Und ich lese und ich blätter um und ich lese das Buch. Und dann fragst du mich, was machst du? Und ich sage etwas ganz anderes. Zum Beispiel, ich sage, ich angel. Mhm. Und du musst denn angeln. Und während du angelst, lese ich weiter. Und irgendwann frage ich, so nach 10, 20 Sekunden, frage ich, sag mal, Silvia, was machst du? Und du wirst sagen, ich fahre Fahrrad. Und dann muss ich Fahrrad fahren. Und während ich Fahrrad fahre, fragst du mich irgendwann wieder nach 10, 20 Sekunden, Matthias, was machst du? Und dann sage ich zum Beispiel schwimmen. Ich muss immer etwas anderes sagen, immer wieder etwas anderes sagen. Und es kommen ganz, ganz, ganz toll raus. Menschen kommen sehr schnell in dieses Spielerische. Und es ist total wichtig, auch zu spielen, eben auch aus der Rolle dessen, oh, was bin ich gerade, was mache ich hier gerade? Und es kommt das Leichtigkeit natürlich rein, weil man darf auch Fehler machen. Es gibt sehr witzige, die beim Wort Angeln hat jemand mal immer nur so etwas weggeworfen. Also diese Angel quasi statt rauswerfen. Also. Und dann, es sah so aus, und jemand sagte, ist das Dynamitfischen? Und wir haben uns gekringelt. Und es geht gar nicht, es geht genau darum, nicht perfekt zu sein. Und jemand sagte auch mal, er wusste, die Party gegenüber, die hat Pferde. Und sie fragte, was machst du? Und er sagte, Ponys schlachten. Und sie war natürlich ärgerlich, aber sie konnte umschalten. Und als er dann dran war, hat er sie ja gefragt, was machst du? Und sie sagte, Liegestütze. Und dann, und es tut gut. Es sind so 5 Minuten ungefähr und es nimmt Ausmaßen-Seminar an und alle sind locker und leicht und alle machen auch da wieder ein bisschen Urlaub vom ganzen Rest des, was man so mitträgt und das tut total gut. Diese Übung habe ich auch kennengelernt, als ich Paul Kustermann kennenlernte. Er ist Clown und er ist auch Trainer in Berlin und er hat mich mal gecoacht. Das fand ich eben ganz spannend. Und er hat diese Was machst du Übung mir gezeigt und ich habe eine andere Übung noch auch von Eva Ullmann, die auch sie in ihrem Seminar macht. Und das warte ist mal, gerade noch mal mit der Übung. Ja? Da weiß ich noch nicht, ob die Hörer und Hörerinnen das ganz verstanden haben, weil ich kenne die Übung, die ist total klasse, weil das heißt nämlich, dass immer derjenige, der das macht, ja, also der ist ja gefordert, sich was Neues auszudenken, aber er macht ja noch die andere Bewegung. Also es ist immer dieses, dieser Kontrast, der da drin steckt. Genau. Ne? Also einmal ist die Kreativität gefragt, ich denke mir was Neues aus und ich muss ja dieses Parallele halten. Ich mache ja die andere Bewegung noch und sage schon was anderes. Ne? Genau, ich gehe weiter schwimmen durch den Raum, sage aber, dass ich jetzt gerade Fenster putze. Genau. Und es muss mir einfallen. Und der andere guckt und sieht das Schwimmen, hört Fenster putzen und muss jetzt aber Fenster putzen. Genau. Und dann wird er gefragt, was machst du? Und er sagt dann, ich schaue Fernsehen. Genau, und genau. Und wieder umdenken, switchen, umdenken. Ja, nein. Das ist so köstlich, ja. Sag nicht das, was du siehst, sondern mach etwas anderes und denk dir noch was Neues dazu aus. Und nicht, was schon war. Ja. Also nicht etwas, was denn, ja, ich angel. Nein, das hatten wir schon, noch was Neues. Und es ist, und natürlich, es fällt einigen auch nicht leicht, und das entwickelt sich und das wird von allen ganz gut angenommen. Mhm. Und einige schaffen das ganz schnell und einige brauchen ein bisschen und das ist völlig okay. Und je mehr man das macht. Da steckt ja auch so viel drin, ne? Die Kreativität, dann diese Koordination von diesen verschiedenen, dann auch wieder diese Fehlergeschichte, dass man immer mutiger wird. Ich erzähle irgendwie einen Quatsch auch gut, ne? Ja, ganz genau. Ich erzähle irgendeinen Quatsch und ich kann, es gibt auch keine, also Grenzen denn schon, dieses Liegestütze, es ist schon, dann ist die Uhr schon gleich vorbei, so, ne? Aber viele sind auch sehr, sehr wohlwollend und sagen, was total toll ist und das ist einfach schön zu sehen, wie locker und leicht noch einige sind. Das ist meistens so am Nachmittag und das tut total gut und das belebt total. Ja, ist herrlich. Ja, du wolltest noch eine andere Übung sagen. Ja, die andere Übung, die geht zu dritt und das ist die Ein-Wort-Übung und es ist so, es gibt in dieser Übung immer einen Moderator, eine Moderatorin. Und beispielhaft geht es im Sinne los, dass der Moderator, die Moderatorin, dass sie Eheberaterin ist.
Und sie stellt die Fragen zu den anderen beiden und sagt, guten Tag, Herr und Frau Rösler, Sie sind heute hier, was kann ich für Sie tun? Und wir werden auf diese Frage antworten, indem die anderen beiden immer ein Wort zu diesem Satz beifügen. Das heißt, ich bin heute hier, weil meine Mutter glaubt, dass unsere Kinder eigentlich einen besseren Vater verdient hätten. Oder so. Irgendwie immer nur ein Wort. Der Inhalt von dem Satz ist fast egal. Es soll nur grammatikalisch richtig sein. Und es ist enorm, wie schnell Menschen an ihrem fertigen Satz im Kopf festhalten und wie schwer es ihnen fällt, loszulassen und sich auf das Neue einzustellen. Und die Assoziation zur Arbeit ist, sehr, sehr viele Menschen kommen mit einer sehr, sehr festen Vorstellung zur Arbeit und sagen, okay, so wird mein Tag. Und dann sollst du auf einmal umschalten. Und bei der Arbeit mit Menschen musst du dich immer auf den anderen einstellen. Wenn jemand zu dir in deine Praxis kommt und gar nicht bereit ist für eine physiotherapeutische Anwendung und erstmal was ganz anderes loswerden möchte, dann wirst du mit deiner Anwendung nicht viel werden, sondern du musst ihn erstmal sinngemäß bei der Empathie da abholen, wo er steht. Und wenn bei uns in der Klinik war das ganz häufig, ach, Station 3 hat angerufen, wir müssen da noch aushelfen. Wer von euch würde für 2 Stunden mal rübergehen? Das war für viele ein ganz, ganz, ganz großes Problem, woanders mal aushelfen, weil der Tag ganz anders läuft als getan. Ich möchte das nicht und ich kenne ihn nicht. Und in dieser Übung haken fest an ihrem Satz und es wird kein Miteinander. Wenn ich es schaffe, das soll nur ein Ping-Pong sein. Der Inhalt von dem Satz ist völlig egal, ein Ping-Pong. Und manche möchten andere beeinflussen mit einem Wort. Und dann wird der Satz hakelig. Und es sollen so einfache Themen sein, also so etwas wie Urlaub. Die Moderationsrolle wechselt und dann wird ein anderer zum Beispiel sagen, hallo, ihr beide seid bei mir, ich bin ja im Reisebüro, und ihr wollt verreisen, was kann ich für euch tun? Und dann heißt es ja, ich möchte gerne in die Karibik. Und die andere sagt so, dachte Toskana. Und wenn du an dieser Toskana so festhakst, wird das kein Miteinander werden. Da wird jeder versuchen an sich und es hakelt und es wird kein im Alltag, kein Miteinander sein, weil jeder ja unbedingt nur seins durchdrücken muss. Wie würde das denn dann weitergehen mit den Sätzen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Dann geht das immer im Dialog so weiter oder bleibt das bei diesem einen Satz? Es geht im Dialog weiter und wenn der Satz zu Ende ist, wird eine neue Frage gestellt. Der Moderator ist ungefähr nach 1 Minute dran in dieser Moderatorenrolle. Okay, es gibt ja mal eine Frage und dann gibt es einmal einen Satz und dann die Ergänzung und dann kommt das nächste. Genau, also die Frage ist, gut, schildert mal in eurer Ehe, wo sind denn die Probleme? Also, mein Mann schnarcht die ganze Nacht. Ach so, und haben Sie schon mal etwas gedacht, was Sie daran tun können? Mein Mann schläft ab jetzt immer auswärts. Das kommt immer vom Einzelnen. Mein kann ja auch denn Vater denkt, dass ich einen anderen Partner bräuchte. Der Satz kann ja sonst wie weitergehen. Und wie er weitergeht, das bestimmt eigentlich nur derjenige, der das nächste Wort beiträgt. Und welche Richtung der Satz denn geht, immer so gar nicht fest im Kopf haben, wie wird mein Satz weitergehen, sondern nur darauf gucken, was passiert beim anderen. Wie der Rasenmäher. Wie dein Rasenmäher, der ditcht nicht 12-mal gegen den Zaun, sondern er wendet sich sofort um und geht in eine andere Richtung. Und welche ist dem Rasenmäher egal? Und bei diesem Gespräch sollte es einem auch egal sein, in welche Richtung das Gespräch sich entwickelt, sondern es soll nur ein Miteinander sein, ein Ping-Pong. Und dieses sich umstellen auf andere Sachen, das ist eine Übung. Einige brechen das ab, einige können das total toll. Wenn Kollegen da sind, die sich kennen, sagen, ach, wir kennen uns ja, das ist total einfach mit meiner Kollegin. Und einige sagen, nee, ich habe ja meins im Kopf. Manchmal geht es von der Teilnehmerzahl auch nicht auf und es geht in diese Vierergruppe, also eine Moderatorin und 3 andere müssen diesen Satz bilden. Und dann wollen die in Urlaub fahren. Und das wird nichts, weil jeder nur seinen Urlaub vor Augen hat. Also lass los von deinem Urlaub, sondern guck nur, was der andere sagt. Konzentriere dich nur auf das, was der andere sagt. Ich möchte gerne eine Kreuzfahrt. Und selbst wenn ich absoluter Kreuzfahrthasser bin, geht der Satz ja jetzt mit Kreuzfahrt weiter. Und dann liegt es an mir, den Satz vorzuführen. Ich möchte eine Kreuzfahrt machen mit der AIDA in das Mittelmeer.
So, ob ich jetzt zum Nordkap möchte oder ob ich Karibik möchte, Wumpe, der andere hat Mittelmeer gesagt, dann geht es ins Mittelmeer. So. Genau, diese Beispiele sind nochmal deutlich, dass Humor dabei hilft, einen Perspektivwechsel zu machen, von Eingefahrenem abzusehen, abzuwarten, dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ein Vehikel, um aus verfahrenen Situationen herauszukommen. Und was es auch nochmal zeigt, da finde ich immer diesen großen Unterschied, Humor und Lachen in Bezug, also Lachen jetzt zum Beispiel bei Lach-Yoga, da lachen wir ja ohne Grund. Und beim Humor, das ist schon auch eine ganz schön mentale Leistung, ne? Wo es auch ganz viel darum geht, wie setze ich meine Sprache ein. Ja. Das wird da nochmal ganz deutlich. Und wie wichtig, hast du ja auch schon vorhin mal gesagt, die Kommunikation ja auch ist. Ja. Und da hast du auch Schlagfertigkeitstechniken. Weil das ist ja zum Beispiel was, wo man oft denkt, oh, was hätte ich denn jetzt sagen können? Oder Mensch, da war ich wirklich, da fiel mir kein Wort mehr ein, da war ich ganz still und ich hätte auch gern was sagen wollen. Das kann man ja auch trainieren, Schlagfertigkeitstechniken. Magst du da auch nochmal was zu sagen? Ja, also das Grundsätzliche ist genau richtig, was du gerade gesagt hast. Schlagfertigkeit ist erlernbar. Humor ist erlernbar. Empathie ist erlernbar. Alle, wie auch Fachkompetenzen, sind auch Sozialkompetenzen erlernbar. Es ist ein ausdauernder Prozess und man muss immer wieder an sich arbeiten. Und ja, es gibt ganz bestimmte Schlagfertigkeitstechniken, die sich jeder antrainieren kann. Es geht nicht darum, dass ich jetzt Sprüche auswendig lerne, sondern wisse, welche Technik dahinter steckt. Und einige Schlagfertigkeitstechniken sind auch Humortechniken. Zum Beispiel eine Technik ist unerwartet zustimmen. So, Mensch, Silvia, du hast aber einen hässlichen Pullover heute an, ne? Damit stelle ich dich ja im Grunde bloß. Das ist kein wertschätzender, schöner Humor. Wir treffen uns jetzt zu einer Besprechung und das Erste, was ich sage, na, hast du mit deinem Friseur gestritten oder was? So, das ist im Grunde ist das erstmal gemein. Ja, wenn ich auch noch, wenn dann noch die Mimik abwertend, geringschätzend von oben herab ist und ich möchte es böse machen, weil ich dich bloßstellen möchte, dann wird Humor eher als Waffe benutzt und du sagst, ja genau, du, ich war beim Friseur, ich bin gar nicht dran gekommen. So sehe ich auch aus. Und schon ist, du stimmst ihm zu. Und du bist auf einmal gar nicht mehr angreifbar, weil du souverän, wieder Selbstbewusstsein, souverän ausstrahlst, kannst mich gar nicht treffen damit. Genau. Also eine Technik ist unerwartet zustimmen und eine weitere Humortechnik ist noch weiter übertreiben. Du, ich war beim Friseur, diese Frisur hat mich 120 Euro gekostet. Ich brauche morgens 3 Stunden, um genauso aufzusehen wie ein frisch geflügeltes Eichhörnchen. Und schon zeigst du ihm genau, nämlich, wer ist hier eigentlich der Dulli von uns beiden? Hör dir doch mal beim Reden zu. Ja? Und der andere steht ziemlich pikiert da und denkst so, genau, ich habe dir genau die Spiegel vorgehalten. Genau. Und manchmal glaube ich, ich brauche jeden Tag länger, um genau so auszusehen. Wunderbar, oder? So. Das sind tolle Antworten, die gefallen mir gut. Ja, aber das ist auch schon. Entschuldigung, das ist nicht, geht nicht darum, jetzt diese Sätze auswendig, sondern was steckt dahinter? Genau. Und manchmal ist man gar nicht so weit. Und Mark Twain sagte, genau wie du gerade eben, Schlagfertigkeit ist etwas, was wir 24 Stunden später einfällt. Und wir alle kennen es, wir haben bei der Arbeit oder so eine doofe Situation gehabt, sind nicht zufrieden mit uns, wie wir da rausgegangen sind. Und auf dem Heimweg fällt uns genau das ein, was wir sagen wollten. Und der zweite Gedanke ist, nächstes Mal, da sage ich aber das und das. Und nächstes Mal ist wieder nichts. Und deswegen finde ich es wertvoll, zum einen Techniken zu haben. Zum anderen, eine Technik ist auch so eine Art Schubladentechnik. Das heißt, wenn ich weiß, Sachen kommen immer wieder, dass ich ein gewisses Repertoire an Antworten in einer Schublade habe. So, ich bin zum Beispiel 1,96 Meter. Und ich habe ganz oft gehört, guck mal, wie ist denn die Luft da oben? Und irgendwann fallen dir auch keine guten Antworten mehr ein und du bist auch nicht jedes Mal in einer ganz tollen Verfassung, um darauf ganz gekonnt zu reagieren. Und da hat mir geholfen, einfach reflektorisch den Satz aus der Schublade zu holen, runterzugucken und sagen, riecht nach Zwergenaufstand. So, es muss manchmal auch gar nicht besonders witzig sein. Wenn es das noch ist, ist es noch gut. Und es ist deutlich, ach, weißt du was, können wir das Thema auch lassen. Und das ist völlig okay. Und ich bin für mich gut rausgekommen und dann ist alles in Ordnung. Also es gibt verschiedene Sachen. Ja, und auch nicht immer wieder neu drüber nachdenken zu müssen und wieder Energie drauf zu verbringen und sich wieder innerlich ein Stück zu ärgern. Das ist dann einmal dann abgeknuspert und gut ist. Ne? Genau das. Genau dieses Ärgern blockiert in Kreativität.
Und deswegen ist eine der Schlagfertigkeitstechnik ist zum Beispiel auch einfach das Hinterfragen dieses, was meinst du damit? Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Magst du das nochmal wiederholen? Und dann ist der gezwungen, seinen doofen Satz, wo alle wissen, der war nicht nett, nochmal vor anderen zu wiederholen. Und dann guckt er schon wieder dusselig und denkt irgendwie, okay, ja, ich, wenn mit Glück denke, so, ja, ich merke es selber, war ein bisschen blind. Ja, es ist gut, wenn man solche Techniken kennt. Ja. Und es lohnt sich, wie wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, es lohnt sich, das wirklich zu üben, zu trainieren, ja, es zu verinnerlichen. Genau, und das Üben, übt das mit Menschen, die es gut mit einem meinen. Ja, mit Freunden, genau. Mit Partnern, ja, die hau mir Sachen an den Kopf. Wirf mir bitte Sachen an den Kopf. Wir wissen, beide sind nicht so gemeint und ich versuche immer wieder etwas dazu zu sagen. Und dieses, sag mal, was hast du gerade gesagt, ist genau dieser Punkt, wie wir auch diesen faulen Äpfel, die wir vorhin schon mal hatten, die wir da zur Rede stellen können. Sag mal, was hast du gerade gesagt über Beate? Ja, nee, sie meldet sich ja immer wieder krank. Du, weißt du was, klär das doch mit ihr selber. Also man kommt schon mal in das Reden auch rein. Manchmal ist auch diese Sprachlosigkeit so lähmend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wenn ich etwas nicht gut finde, kann man ja auch sagen, das finde ich jetzt aber nicht besonders nett. Zack, und du hast etwas gesagt. Wichtig ist auch, etwas zu sagen und nicht sprachlos zu sein. Und dann ist eben auch mit Sprachwitz auch arbeiten. Das hat Paul McGee ja auch in seinem Humortraining ja auch beschrieben, mit Sprachwitz zu arbeiten. Und da gibt es ja auch in der Klinik ja diverse Sachen, mit denen man arbeiten kann. Also im Buch habe ich dann etwas reingeschrieben, genau, wir zuerst schließen wir die Augen und dann sehen wir weiter. Da gibt es ja immer, genau, immer ein das paar Sachen. Genau. Oder sich auch von anderen abgucken, wie sie das eben gut machen. Also ich gucke auch gerne Comedy-Serien zum Beispiel oder Comedians, die ich mag. Ich weiß, welche Comedians ich mag und die gucke ich mir gerne an. Und ich schaue mir lieber mal einen komischen Film an, als zum Beispiel den nächsten Horrorstreifen. Ich mache keine Horrorfilme, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Und ich kann meine Humorfähigkeiten und meine Schlagfertigkeitstechniken und meinen Werkzeugkoffer kann ich mir auffüllen, wenn ich mir von anderen auch etwas abgucke und gucke, wie reagieren die eigentlich? Wie schaffen die das gut zu reagieren? Und wenn jemand schlagfertig reagiert, habe ich schon mal gefragt, wie machst du das? Und ganz wertvoll, zum Beispiel war ein Tipp von einem Kollegen, der sagte, du Matthias, ich habe es doch gar nicht anders erwartet. Haha, auch schön. Weißt du was? Schraub deine Erwartungen runter und du ärgerst dich weniger. Genau. 570 Kilometer, schon auf dem Navi, als wir losgefahren sind. 570 Kilometer. Und meine Erwartung war nicht 5 Stunden, was normal wäre, sondern meine Erwartung war, komm heile an und nicht geblitzt werden. Im Endeffekt waren wir in 7,5 Stunden waren wir am Ziel am letzten Sonntag. Und ja, das war natürlich alles nicht besonders toll und trotzdem haben wir uns unsere gute Laune bewahrt. Und wir waren in 3 oder 4 Staus drin und 2 Rettungsgassen und allem drum und dran. Und wir waren nicht involviert. Und das fand ich eigentlich, wir mussten nur stehen und warten. Und das hat diese Erwartungshaltung runterschrauben, hilft mir. In vielen Dingen sich einfach seltener, weniger und auch effizienter zu ärgern. Das kommt von Vera Birkenbiel, effizientes Ärgern. So, dass ich etwas verändere. Wenn ich einen Stau doof finde, muss ich irgendwie eine Umleitung finden. Oder wieder Rasenmäher. Wieder ein Rasenmäher. Effizientes Ärgern, genau. Effizientes Ärgern. Ärger ist eine Entscheidung. Finde ich auch schön. Wunderbarer Satz. Ja. Ich bin nicht verpflichtet, sondern ich kann gucken, was ich für mich tun kann. Da fällt mir auch wieder eine wunderbare Lach-Yoga-Übung zu ein. Das liebe ich aber, den Lach-Yoga-Übungen, dass man die immer so schön passig benutzen kann. Die heißt, du hast die Wahl. Das ist ja auch, finde ich, ein ganz großer Schlüssel, ne, dass wir wirklich begreifen, wir können vieles entscheiden, nicht alles, aber sehr viel. Und das heißt bei dieser Übung, dass wir die eine Hand öffnen wie eine Waagschale und dann die andere. Bei der ersten Hand sagen wir ärgern, bei der zweiten Hand nicht ärgern. Dann nehmen wir nochmal die erste Hand und sagen lachen, nicht lachen. Und bei der zweiten lachen. Und dann sagen wir, wenn ich die Wahl habe, und die habe ich, dann lache ich doch. Ja. Machen wir nochmal. Ja. Ich lade dich dazu ein, mitzumachen, liebe Hörer und Hörerinnen. Mach auch mit. Die erste Hand eine Schale ärgern. Zweite Hand nicht ärgern. Dann die erste Hand nochmal nicht lachen. Die zweite Hand nochmal lachen. Du hast die Wahl, also lache ich doch.
Eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, du, wenn du dich ärgerst, überprüf immer mal, ob es diese Energie wert ist oder ob Atmen auch reicht. Genau, genau. Ja, sehr schön. Da kann man nämlich auch ganz schön gut Dampf ablassen. Dieses typische mal durchatmen. Ne? Ja, das machen wir beim Nachtyoga ja auch ganz verstärkt, dass wir zum Beispiel einatmen und dann den Atem halten, die Spannung halten, also richtig in die Spannung auch reingehen. Ne? Alles halten, so wie man sich ja auch verspannt bei Stress. Und dann können zum Beispiel die Hände auf die Oberschenkel sausen und drauf klatschen und mit den Füßen stampfen und mit Klatschen und Stampfen und Lachen die Spannung mal rauslassen. Ja, ganz genau. Ja. Das ergänzt sich zum Beispiel auch zu einer Schlagfertigkeitstechnik, dass erstmal Zeit gewinnt. Also erstmal tief einatmen. Ich habe mal etwas gehabt, da kam jemand auf mich zu nach einem Kongress. Ganz nett. Ich habe einen Vortrag gehalten, das war ein ganz tolles Gefühl. 800 Menschen standen da oder saßen, haben mir zugehört. Hinterher war kurz Pause, Stehkaffee. Und ich stehe da, habe einen Flyer vor mir liegen und unterhalte mich mit jemandem. Jemand kommt auf mich zu und guckt mich an und sagt, ach moin, Herr Prem. Na, immer noch so teuer. Und aus ganz nett und prima guckte ich ihn an und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ich hatte zum Glück ein Glas Wasser in der Hand. Und ich habe erstmal reflektorisch getrunken. Und ich habe 5 Sekunden lang getrunken. Ich meine, trink mal 5 Sekunden. Das ist ja auch nicht normal. Und ich habe diese 5 Sekunden nachgedacht. Was will der eigentlich von mir? Du wirst nicht inhaltlich darauf eingehen und lad ihn noch weiter ein. Ich habe dieses Glas abgestellt und habe gesagt, oh, wissen Sie was, das ist jetzt ganz blöd gelaufen für Sie. Es ist in diesem Augenblick für Sie jetzt noch teurer geworden. Und ich habe ihm Flyer in die Hand gedrückt. Er fand das auch nicht besonders komisch. Aber ich habe für mich gedacht, so Matthias, du hast noch weiter übertrieben. Du hast etwas Zeit gewonnen. Und dann konnte ich wieder ein bisschen antworten. Mir fiel zuerst nichts ein. Und dieses Atmen ist auch etwas Zeitgewinnen. Ich kann nicht immer rausrennen und einen Kaffee trinken oder ich kann nicht erstmal mit dem Hund um den Block laufen, bis ich wieder denken kann. Genau, und da steckt sogar noch mehr drin. Also einmal gewinnst du Zeit, dann kriegst du wieder Kontakt zu dir selber, ne? Mit dem Atmen, wenn du wirklich wieder in den Fluss gehst, kommst du in Kontakt zu dir selber, verringerst den Stress und kannst dadurch wieder klar denken und bist wieder bei dem angekommen, was du willst und nicht, wo der dich halt versucht hinlocken zu wollen. Ja. Also sonst, wenn du spontan reagiert hättest, hättest du wahrscheinlich eine Rechtfertigung abgegeben und die hast du überhaupt nicht nötig. Ganz genau. Genau, und es sich selber wert zu sein. All das, wir sehen wieder, es spielt, was wir vor einer Stunde schon besprochen hatten, trifft sich jetzt wieder rein. Und das ist ein Übungsprozess. Ich bin manchmal noch mal sprachlos und möchte aber dazulernen. Ich möchte sagen, diese Situation der Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit, die sollen seltener werden. Und ich möchte immer dazulernen und gucken, wie es andere so machen. Und dann werde ich peu à peu so ein Stückchen besser. Ganz Wichtiges, was du da gerade sagst. Selbst wenn man sich ganz viel damit beschäftigt, ist es immer noch ein Prozess und wir sind auch unterschiedlich drauf. An manchen Tagen sind wir auch nicht so frisch wie an anderen Tagen, dass es einem zack einfällt, dass man auch merkt, oh, Vorsicht, Falle. Ne? Wir haben ja auch unsere Geschichten und unsere Punkte, wo man leichter drauf anspringt. Und dann aber wieder, was du vorhin so gesagt hast, das finde ich so wertvoll, diesen Koffer mit diesen ganzen Möglichkeiten zu haben. Ne? Auch dieser, ich sage immer Hausapotheke oder wie du sagst, mit dem Humorhandwerkskoffer oder wie auch immer wir das benennen. Genau, dass wir da wirklich was haben, wo wir sagen, da habe ich meinen kleinen Schatz angelegt, da kann ich drauf zurückgreifen und in der einen Situation kann ich mehr dies gebrauchen, mehr das gebrauchen. Deshalb ist ein Repertoire auch so großartig. Und es passt ja nicht immer eine Technik auf alles. Ne? Genau. Es ist ja gut, wenn man da auch breit gefächert was hat, so wie jede Situation anders ist, jeder Mensch anders ist, dass man wirklich weiß, hey, da habe ich was, das kann ich nutzen. Ne? Ja, und wenn ich eine Wasserwaage drin habe, dann bleibe ich mal ein bisschen ausgeglichen. Dann habe ich vielleicht mal einen Hammer dabei und sage zu jemandem so, hier ist auch mal Schluss. Und ich habe einen Schraubenzieher, wo ich mal vielleicht bei mir selber die lockere Schraube noch ein bisschen lockerer drehen kann. Und einige, jeder hat so einen Werkzeugkoffer. Und das ist auch schön, da kann man auch eine schöne Lachübung draus machen, eine Schraube locker. Wer von euch eine Schraube locker, genau. Und ja, nicht festdrehen, sondern noch lockerer drehen. Genau. Also jeder hat so einen Werkzeugkoffer, aber einige Werkzeuge sind eingerostet. Und es ist wertvoll, sie immer wieder aufzupolieren und es ist auch wertvoll, andere zuzusehen, wie sie ihren Werkzeugkoffer nutzen. Genau. Und es ist nichts Festgeschriebenes und es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern jeder kann seinen Koffer, seine Apotheke auffüllen und es muss ja auch zu einem selber passen. Wenn ich gar nicht der Typ für den Hammer bin, dann brauche ich vielleicht ein kleines Hämmerchen dabei, aber ich
brauche vielleicht eine ganz große Wasserwaage, weil ich bin der Typ, der eher dann ausgleichend sein möchte. Und es muss ja eben, Humor muss authentisch sein. Wertschätzung, ganz Respekt, genau. Es muss authentisch sein. Wenn ich jetzt trainiere, weil das bin ich gar nicht. Nee, was liegt mir, was steht mir? Und es gibt eigentlich für mich nur dann falschen Humor, wenn er respektlos ist. Aber so jemand, du kennst nur Ruyon nicht, deswegen hast du keinen Humor, das ist falsch. Also ich habe ganz große Glück gehabt, Jan Rüdiger Vogler kennenzulernen. Der ist beim Humorcare Deutschland auch sehr aktiv. Kenne ich auch. Ich habe mich mal eingeladen, bei einem Kongress von Humorcare Deutschland mitzuwirken. Und der hat jetzt eine Humorschatzkiste auf den Markt gebracht. Die ist auch käuflich zu erwerben, diese Humorschatzkiste. Und er hat das Humortrainingskonzept von Paul McGee in Kartenformat gefüllt. Und es gibt ein Anleitungsbuch dazu. Und das ist ganz wertvoll. Und das ist wirklich immer mal wieder die Schatzkiste rausholen und gucken, gelingt es mir, Sachen zu akzeptieren? Wie gelingt es mir, meinen Humor zu entdecken? Was finde ich denn eigentlich komisch? Und ich kenne jemanden im Seminar, die sagen, ich kann über gar nichts lachen. Okay, dann ist das jetzt eben so eine Phase. Und wenn das etwas Psychisches oder etwas ist, dass man da Hilfe braucht, wertvoll ist zu erkennen, dass man Hilfe braucht. Denn wenn mein Bein gebrochen ist, gehe ich ja auch los und suche jemanden, der sich damit auskennt. Und wenn ich zwischen meinen Ohren irgendwas nicht in Ordnung ist, dann muss ich auch mit zu jemandem, der sich damit auskennt. Und, und das ist, ich finde das einfach alles zusammen. Tut einfach total gut, ja. Ja, das ist wunderbar. Ja, sehr schön. Ja, du bist ja auch Lach-Yoga-Leiter. Und ich wollte dich fragen, hast du eine Lieblingsübung, eine Lach-Yoga-Lieblingsübung? Also ich habe, die eine ist die Weihnachtsmann-Übung. Die finde ich sehr, sehr schön, dass man sich einfach hinstellt, seinen dicken Weihnachtsmann-Bauch imaginär vor sich hält und eine Minute mit einem Weihnachtsmann-Lachen seinen Weihnachtsmann-Bauch hält. Oh, das finde ich total großartig. Das habe ich im Kongress auch mal gemacht. 500 Menschen stehen auf und halten sie ihren dicken Bauch. Die erste Reihe war ein bisschen, was mache ich hier eigentlich? Aber ganz ehrlich, nach 30 Sekunden haben 500 Menschen mitgemacht und das steckte so an, es war locker. Es war locker und großartig. Dann lass uns das doch mal machen. Also hinstellen, genau. Okay. Tief einatmen und den dicken Weihnachtsmannbauch vor sich halten. Oh. Wie ein Weihnachtsmann nun mal so lacht. Genau. Ach, herrlich, ich liebe es. Das ist so schön. Und ganz, ganz toll, das ist so eine Partnerübung, das ist die Zeigefingerübung. Jeder läuft mit ausgestreckten Zeigefinger durch den Raum und bald man einen anderen Zeigefinger sieht, dann ditscht man sich an und so, wenn man sich berührt, dann lacht man sich gegenseitig an. Und man geht, das ist doch auch eine nette Idee. Und man geht rum und man geht zum nächsten und man lacht sich gegenseitig an, wenn sie Zeigefinger sich berühren. Einige haben sogar denn beide Zeigefinger in beiden Händen und die haben sich, also die vier Finger haben sich dann berührt sozusagen. Großartig. Und es ist also tumultartige Szenen im Seminar, wenn man das macht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Eine richtige Lachzündung. Ja, genau. Das finde ich total schön. Und eben auch der Anfang oder das Ende von Lach-Yoga-Übung ist auch sehr, sehr beliebt. Dieses sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Genau. Und das finden so viele so schön nach dem Dienst. Wie war es heute? Sehr gut, ja. Oh, du hast heute Dienst? Sehr gut, ja. Rückmeldung von Teilnehmern. Ich habe jetzt letztens die eine Teilnehmerin im Treppenhaus, habe ich sie getroffen. Wir gucken uns an und sagen, sehr gut, ja. Und die waren wieder im Flur drinne. Und das ist eben genau so eine Ladestation für einen. Ja, das ist eine Ladestation. Die wir brauchen. Ja. Und dann kriege ich Kraft zurück für die Aufgabe, die eigentlich auf mich wartet. Und dann habe ich auch genug Energie, wieder dem einen Patienten zuzuhören, wenn ich auf mich selber schon mal geachtet habe. Mit diesem sehr gut, ja, helfe ich dem Patienten vielleicht nicht unmittelbar in seiner Problematik und im Grunde doch, weil ich wieder etwas für mich getan habe, damit ich ihm wieder gut zuhören kann. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel. Ja, Zusammenspiel so wichtig, genau. Ganz genau. Ja, und ich hätte mal, Entschuldigung. Ja, hat ja diese Energie des Lobens, ne? Und das kommt ja auch viel zu kurz. Es wird ja eher gesagt, oh, wieder doof gemacht, das hast du denn da schon wieder gemacht. Ja. Und dieses sehr gut, ja, oder yeah, oder wie auch immer. Das ist so stärkend, ne? Ja, und es gibt manchmal auch Patienten, ich habe eine Patientin gehabt, die war ganz offen dafür. Und das war unser Begrüßungsritual.
Diese Zeigefinger über, weil sie ist so ein Ritual. Ach, sehr schön. Ich kam ins Zimmer rein und dann habe ich Guten Morgen gesagt. Und das Erste, was ich von ihr gesehen habe, statt dass sie zu mir umdreht, ihre Decke raschelte. Und dann kam der kleine Zeigefinger aus der Decke raus. Na, wie süß. Total süß. Und die Dame war, glaube ich, Mitte 80. Und es war total süß. Und dann habe ich meinen Zeigefinger, die haben uns gesagt, Guten Morgen. Und sie, oh, das tut so gut, danke schön. Schön. Genau, und es bringt ein bisschen Perspektivwechsel rein und das tut so gut, wieder Energie zurückzuholen und es ist immer mal möglich. Und Lachen verbindet, ne? Du hast sofort eine Verbindung. Ne? Ja, und es bei ist dem nichts Zeigefinger. Genau, es ist nichts Abwertendes, genau, es verbindet. Und wenn jemand ganz abwehren und das gar nicht möchte, dann respektiere ich das und mache vielleicht, und dann ist vielleicht eine andere Art von Humor vielleicht wichtig. Ja, auch wichtig zu gucken, ne? Bei dem einen sind es Witze erzählen, ja. Und bei dem anderen ist es ganz tiefgründiger Humor und einer, der kognitiv eingeschränkt ist, der versteht einige Witze gar nicht. Also da kommt ein Römer in die Kneipe und hält Zeige und Mittelfinger hoch und sagt, 5 Bier bitte. Siehst du, Silvia? Ach, jetzt hat es bei mir geklingelt, ein Römer. Mal. Ne? Guck mal, der Römer, genau. Und das nochmal. Oh Gott, da habe ich aber auf der Leitung gesessen. Genau. Aber so ist das mit Witzen, genau so. So ist Such, um was geht's hier? Der eine findet das gut, aber so, nee, nicht mein Humor. Also das finde ich, genau. Und dann deswegen, okay. Ja, so war das ja mit dem Lachyoga. Ne? Die haben ja mit Witze erzählen angefangen, bis sie genau das gemerkt haben, dass nicht alle über dasselbe lachen und dass ihnen die Witze ausgehen und dass es gar nicht so viel Gute gibt. Ne? Und deshalb haben sie dann das Lachen ohne Grund dann entwickelt, was ich ja grandios finde, eben gerade als Unterschied noch zu dem Humor und zu dem Witz, dass wir einfach auch so lachen können. Ja, genau. Ja, und ja. Einige meinen beim Witze erzählen, es muss dann immer etwas Frivoles sein. Ja, ja. Sexistische Witze sind besonders super. Es ist ganz seltsam, wenn ich mal auf Fachtagungen und in Pausen lernt man dann jemanden kennen und die hören, ah ja, Krankenpfleger und Humorpille und dann eine Blondine auf der Heizung. Und dann denke ich schon, nein, das geht hier alles die in die möchte falsche man gar Richtung. Nicht hören, ne? Ja, nein, das ist, genau, und das ist nicht meine Art von, einige finden das witzig, okay, das ist denn, aber es ist nicht meine Art von Humor. Sobald es auf Kosten meine von jemandem nicht. Geht, auf das Kosten ist auch keine positive Einstimmung. Ne? Da hat man wieder diesen negativen Touch drin. Ja, ne? Genau. Und dann gibt ja diesen nach oben gerichteten Humor. Das heißt, ich als Mitarbeiter mache Witze über meine Vorgesetzten, über den Schlipsbunker und über die Teppichetage und so. Und es gibt den nach unten gerichteten Humor, dass ich Witze machen darf über jemanden, der vermeintlich in der Hierarchie unter mir steht. Das ist nichts Verbindendes so. Und ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Es gibt ja Humor und Witz und Lachen, was verbindet. Und es gibt welchen, also bei allen drei Kategorien, Witz, Lachen und Humor, gibt es auch das Trennende, ne, das Verletzende, wo ich jemanden auf Distanz bringe. Und ich liebe das halt auch, dass es als Verbindung genutzt wird. Ne? Genau. Also ich finde es ja sehr wertvoll bei der Arbeit, sich auch seine Ironie, wie auch Selbstironie und manchmal auch seinen Sarkasmus zu bewahren. Das ist manchmal als Ventil ganz, ganz wertvoll, finde ich. Mhm. Und beim Sarkasmus ist es manchmal so ein schmaler Grat. Und das ist dann kippt Richtung Zynismus. Mhm. Wenn ich permanent zynisch bin, ist das auch ein Punkt vom 12-Stufen-Modell vom Burnout. Wenn ich nichts mehr anderes bin, außer zynisch und schlecht über jemanden rede, dann sagt das auch etwas ganz anderes über mich aus. Genau. Und dann diese Menschen haben, und das ist vorhin hast du das so schön beschrieben, die haben den Kontakt zu sich verloren. Die merken manchmal gar nicht, wie sie noch denn da drauf sind. Bei uns in der Klinik, da gab es so einen geflügelten Satz, also einige sagen unserem meinem ehemaligen Krankenhaus nach, dass es nicht so ganz fortschrittlich sei. Und da sagte jemand im Krankenhaus, weißt du was, wenn Weltuntergang ist, ne, dann fahre ich zuerst in unser Krankenhaus. Warum das denn? Bei uns passiert alles 5 Jahre später. Das finde ich einmal, als das finde ich eine witzige Bemerkung. So. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Und dann muss ich gucken, geht das genau so weiter? So wertvoll, mal als Ventil und dann wieder, was kann ich für mich selber tun? Das finde ich alles, Also Witze erzählen hat so ein bisschen seine Bewandtnis, aber es gehört, ein humorvoller Mensch ist für mich viel mehr, als wenn jemand ausschließlich Witze erzählt. Das ist viel mehr Kompetenzen. Auf jeden Fall. Das ist eine ganze Lebenshaltung, genau wie bei dem Lachyoga. Das ist ja nicht nur, dass wir laut brüllen durch die Gegend rennen wollen, sondern es ist eine Lebenshaltung. Haltung, wie gehe ich durch die Deswegen Welt? Auch die Humorpille als Haltung. Genau. Wo wir wieder bei dem Namen Humorpille sind, Haltung einnehmen. Das ist genau das,
Bei dem Zeigefinger, ne, da ist mir eben noch eingefallen, da gibt es auch eine schöne Lach-Yoga-Übung. Das passt jetzt auch zu der Pflege und zu dem, was wir eben schon gesagt haben, krankes Knie und so weiter. Es gibt das Ölkännchen-Lachen. Man hat ja manchmal so den Wunsch, oh, wenn ich meine Gelenke mal so ölen könnte, ne? Das kenne ich ja nur als Physiotherapeutin gut und manchmal bei mir selber ja auch. Und der Zeigefinger ist beim Lach-Yoga ja auch der Lachfinger. Hast du ja eben schon schön gesagt, mit dem Zeigefinger so Kontakt aufnehmen. Jetzt können wir uns mal vorstellen, ich lade dich schon mal ein mitzumachen, liebe Hörer und Hörerinnen ja auch. Der Zeigefinger ist unser Ölkännchen. Und dann kann man zum Beispiel sich ein Gelenk aussuchen. Ich nehme jetzt mal das Knie, vielleicht ist es bei euch ein anderes Gelenk, was ihr gerne ölen möchtet. Und dann nehmt ihr den Zeigefinger an das Knie und stellt euch vor, der tickelt da so ein bisschen drumrum, dass ihr da Öl reingibt. Goldenes, kostbares, heilsames Öl. Und bewegt das Knie ein bisschen dabei, damit sich das Öl gut in dem Knie verteilen kann. Ach, und dann wird es immer geschmeidiger. Dieses wunderbare, goldene, heilsame Öl. Und dann mal das andere Knie. Sehr schön. Ja, so kann man alle Gelenke durcharbeiten. Und das ist eben das Schöne, dass man das jetzt auch positiv besetzt. Ne? Dieses heilsame, schöne, man macht kleine Bewegungen dabei. Und aus dieser chinesischen Bewegungslehre heraus wissen wir auch, diese ganz kleinen Bewegungen, die bringen das Qi, die Energie wieder gut zum Fließen. Man kann also auf so eine heitere Art und Weise ganz viel Gutes tun, ohne auf diesen Schmerz so fokussiert zu sein. Und siehe da, da geht manchmal mehr Bewegung, als man vorher gedacht hat. Und dann gibt's noch das Wehwehlachen. Das möchte ich dir und den Hörern und Hörerinnen auch noch vorstellen. Weil es geht ja auch mal um, ah, oh, da tut's mir weh und da und oh je und man kann's schon nicht mehr hören oder sonst was. Man selber nicht mehr, die anderen auch nicht und immer auch wieder so fokussiert auf den Schmerz. Wir machen jetzt das Wehwehlachen. Reiben die Hände, dass erstmal so richtig schön Energie aufgeladen wird, ne, wenn die Hände ja auch warm. Und ich mache das jetzt mal wieder beim Knie, dass wir dann diese schönen, energieaufgeladenen Hände dann um das Knie legen, ganz wohlwollend, dem Knie was Gutes tun und oh, ho, 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 ganz zugewandt. Oh, ho, 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 ho. Hände wieder auftanken. Oh, und dann legen wir die Hände vielleicht mal in den Rücken, da wo wir hinkommen. Oh ja, oh, oh ja, ja. Oh, ho, 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 ho. So zugewandt und voller Verständnis. Ach ja, du brauchst was. So könnten wir jetzt den Körper auch überall gut versorgen. Ja. Man kann es auch als Partnerübung machen. Ich liebe ja diese Transformation in den Übungen, ne? Dass man da auch was transformiert und gut einpackt und dann mit Leichtigkeit ganz schön was geschehen kann. Ne? Ja, schön. Ja, ich habe eine Frage, die sich fast schon erledigt hat. Ne, was für eine Rolle spielt für dich persönlich Witz, Lachen und Humor? Also eigentlich hast du das so schon für mich beantwortet. Das ist nämlich immer eine wichtige Frage für mich, eben weil das so drei verschiedene Sachen sind. Genau. Gibt es da noch was, was du ergänzen möchtest? Also eben mit einem Sprachwitz ganz viel schon ausgesagt werden kann und das ist auch erlernbar und auch da kann ich von anderen viel abgucken und mir witzige Bemerkungen kann ich mir denn auch merken, wenn ich es gerne möchte. Und Humor ist für mich eine Haltung. Das ist so für mich die Definition für mich, dass ich sage, ich möchte eine heitere, gelassene Grundhaltung haben, indem ich auf meine eigene Zufriedenheit eben auch achte, dass ich ein grundrespektvolles, wertschätzendes mit meinem Gegenüber pflege. Und was ich ganz wichtig finde, ist, das gehört zum Humor für mich eben auch dazu, dass ich mir die Fähigkeit bewahre, mich selber zu reflektieren. Dass ich zuhöre und versuche, aus Situationen zu lernen und zu fragen, Mensch, was war jetzt hier gut und was will ich vielleicht nicht so gut und was kann ich vielleicht verändern? Und wenn ich ein Fettnäpfchen mal erwischt habe, dass ich auch die Größe habe, mich da zu entschuldigen. So, wiederum dieses Schützen vor anderen, das ist auch so. Ja, das ist für mich, es hört nie auf. Ich beschäftige mich jetzt seit 2004 mit diesem Thema Humor. Das hat ganz, ganz klein mit dieser Facharbeit angefangen. In den letzten 17 Jahren, da hat sich ganz, ganz viel getan eben auch bei mir und ein ganz breiteres Verständnis. Und was ich eben auch erlebe, die Bedürfnisse sind überall die gleichen, dass man einfach Menschen möchten mit guter Laune zur Arbeit kommen und sich den Spaß eben auch bewahren. Und die Probleme sind die gleichen, dass wir Menschen um uns herum haben, die es einem manchmal nicht leicht machen, sich die Freude zu bewahren. Und viele haben auch Menschen, die ihnen gut tun. Und dass wir eben das in der gleichen Relation wahrnehmen.
Einige sagen, oh, bei der Arbeit ist nur noch schlecht. Nee, stimmt nicht, du hast auch Gutes. Du hast auch da eine Ladestation. Und das ist eben etwas, was ganz, ganz gut tut. Ja, meine Frage, welche Botschaft hast du noch für unsere Hörer und Hörerinnen, hat sich, glaube ich, schon fast erledigt. Oder ist dir noch irgendwas, was dir auf der Zunge liegt, was du noch Ja, sagen möchtest? ja. Ich schreibe das auch gerne in die Widmung von dem Buch rein. Bewahrt euch euren Humor. Jeder Mensch hat einen Sinn und es ist so wertvoll, sich ihn selber zu bewahren und ihn zu pflegen und ihn aufzupolieren, ihn wieder rauszuholen, wenn man ihn am nötigsten hat. Denn wenn man den erstmal verloren hat, den auszubuddeln, das dauert etwas. Und es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern und daran zu arbeiten und sich seinen eigenen Sinn für Humor zu bewahren. Und das schreibe ich eben ganz, ganz gerne in die Widmung von dem Buch rein. Und das ist eben auch eine Haltung, die ich gerne mitgeben möchte. Und seid es euch selber wert, wie mit euch umgegangen wird, fordert das ein, dieses, was kann ich für mich selber tun, einfordern, was es sich selber wert zu sein. Wie redest du eigentlich mit mir? Das finde ich ganz wertvoll, dass man schlecht gelaunte Menschen bewusst, und meine Frau hat mir da geholfen, die hat einen Lieblingsfilm, der heißt Dirty Dancing, dieser Film. Und eine Szene finde ich ganz spannend. Diese Szene, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Und ich möchte gerne, dass ich mir meinen eigenen persönlichen Wohlfühl-Tanzbereich bewahre und gucke, wer kommt da bitte rein? Welche Menschen tun mir gut? Wo gebe ich etwas? Wo komme ich etwas zurück? Und Menschen, nachdem ich mich mit dem getroffen habe und ich fühle mich hinterher schlechter als vorher, energieraubende Menschen, die kann ich im privaten Bereich, kann ich mal sagen, ich möchte keinen Kontakt mehr. Und bei der Arbeit, das kann ich nicht. Ich arbeite ja mit den Menschen zusammen. Da kann ich aber sagen, du, ich ziehe hin und nicht weiter. Sag mal, in welchem Ton redest du eigentlich mit mir? Mein Sohn ist gerade in der Ausbildung und erlebt gerade auch Menschen, die ihm sehr gut tun, als positives Beispiel. Und er hat auch Menschen, die nicht freundlich zu ihm sind. Und da es sich auch mit jungen Jahren und als Auszubildender im ersten Kurs oder jetzt ist er schon im zweiten zum Pflegefachmann, es sich selber wert zu sein, sagen, du, ich möchte mit dir über gestern sprechen. Ich finde es nicht in Ordnung, wie du da mit mir geredet hast. Ja, Und das ist sich früh selbst zu lernen, sein, ne? Ist sich früh lernen, es früh lernen, genau. Ja. es sich seinen Humor zu bewahren und es sich wert zu sein. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Ja, ich fand das eben interessant, dass du sagst, was du für eine Widmung in deinem Buch schreibst. Ich schreibe zum Beispiel in mein Buch auch rein mit bewahren. Und zwar, ich wünsche dir, dass du dir immer dein Lächeln und Lachen in deinem Herzen bewahrst. Weil mir das mit dem Ja. Lachen und dem Lächeln auch so wichtig ist, weil mir ist es ja 2004 mal komplett abhanden gekommen, das Lachen, als meine Ja. damals beste Freundin gestorben ist. Und ich war dann so froh, dass ich mein Lachen wiedergefunden habe. Ja, das hat wirklich was mit Bewahren zu tun, dass man sich dessen bewusst Ja. ist, was man da für einen Schatz hat und dafür auch was tut, dass man es behalten kann. Ne? Ja, ganz genau. Genau, bewahren als Ja, da Schatz. möchte ich dich doch glatt auch nochmal einladen, ganz herzhaft mit mir zu lachen. Hast du Lust dazu? Ja, gerne. Dann lass uns eine Runde lachen. Lieber Matthias, wenn interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen möchten, wo finden sie dich? Also im Internet natürlich unter office@humorpille.de kann man eine E-Mail schreiben. www.humorpille.de ist meine Homepage. Da bei der E-Mail landet ihr dann bei meiner Frau. Sie ist zum Glück meine Büroleitung. Bei Instagram unter Humorpille, bei Facebook unter Humorpille, bei TikTok unter Humorpille. Es gibt die ganzen sozialen Medien. Da werden jetzt viele Sachen von dem Film eben auch drin sein. Aber auf der Homepage, da gibt es eben Übersicht, wer sind wir eigentlich, was machen wir, welche Seminare bieten wir an. Und wir kommen eben auch in die Einrichtungen zu den Arbeitgebern quasi und geben dort Seminare für die Mitarbeitenden während der Arbeitszeit eben auch ein bisschen Tagesseminare. Da kann man uns finden. Genau. Super. Und auf der Homepage wird man dann auch den Kontakt nochmal zu diesem Film finden, nehme ich an, ne? Der 28. Januar, das wird der Veröffentlichungstermin sein, wo wir ihn Super. einmal in kompletter Länge zeigen. Danach wird der Film überall zugänglich sein, auch da auf den ganzen Wie lang sozialen wird der Medien. sein? Wie lang wird der Ungefähr sein? 15 bis 20 Minuten. Also wir haben ja Okay. einiges hier noch dazu genommen und es soll eben ein Film sein,
für die Menschen, die jeden Tag eben mit Menschen arbeiten. Film für die Pflege. Mal was, wo wir uns drauf freuen können. Ja, genau. Ja, immer wieder was tun, um das mehr in die Welt zu bringen. Das finde ich großartig. Ja, das möchte ich. Ja, lieber Matthias, jetzt sind wir am Ende angekommen bei unserem wunderbaren Gespräch. So ausführlich, so umfangreich, unglaublich, was man da alles, ja, was du alles für Tipps und Ratschläge geben kannst. Also sehr, sehr schön. Wer davon mehr haben möchte, weiß jetzt, wo er sich hinwenden kann. Ja. Vielen Dank, Silvia, für die Einladung, dass wir hier das Gespräch machen. Das war ja auch von dir die Initiative. Finde ich sehr schön und ja. Schön, dass ihr was dazu beitragen konnte und ich hoffe, es werden viele Menschen hören und werden diese Gedanken weitertragen. Ja, das ist ein guter Wunsch. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, heiter weiter. Lach's gut. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter! Und freue mich auf unser Wiederlachen.